Warte mal kurz. Okay, ich warte. Das ist mir letztens schon mal kurz passiert. Keine Ahnung, was da los ist. Naja. Ja, das ist bei anderen Streamern genauso. Ich hab's auch letztens gehabt, dass ich einfach rausgekegelt bin und dann neu connected, dann ging es wieder nach 3 Minuten. Ja, bei mir weiß nicht, was das ist. Ich hab's auf den großen Event geschoben letztens, aber naja. Vielleicht sollten wir zu Hitbox gehen. Nee. Aber die sind super nett, vielleicht verdienen die auch tatsächlich Geld. Wenn nicht, dann würde es mir leid tun, den Laden so lange am Leben zu erhalten. Aber ich glaube schon, dass trotz alledem, man kann sagen, was man will, es ist wichtig, dass es Konkurrenz gibt. Und deswegen ist es auch nicht unwichtig, dass es Hitbox gibt, wobei die Konkurrenz wohl eher bei YouTube zu finden ist, bei YouTube Live. Das wird eher was werden, falls YouTube das durchzieht, beziehungsweise Google, weil die ziehen ja nicht selten Sachen einfach nicht durch und fangen nur an und hören dann wieder auf. Naja, in Deutschland brauchen wir ja keine Angst zu haben, deswegen. Ne? Nee. Mia, wolltest du noch was dazu sagen dann? Beende ich mal da. Weiß, also grundsätzlich habe ich nur gesagt, ich kann das unterschreiben. Das ist, also für mich ist es keine Option, weil ich mich auf Twitch wohlfühle und gar nicht dann mich woanders umsehen möchte. Ich kenne halt Twitch. Ich mag die Community. Ich mag auch, dass sie groß ist. Ich mag auch, dass englischsprachige Leute reinkommen. Ich habe für mich gibt es einfach keinen Grund, mich auf Hitbox umzusehen. Mal abgesehen davon, was ich eben noch nicht gesagt habe, muss ich auch sagen, ich mag es, dass auf Twitch Tittenstreamer verboten sind. Sorry für das Wort, es muss jetzt leider mal so gesagt sein. Verboten. Verboten, damit in Anführungszeichen. Nein, aber auf Hitbox darfst du als Frau eben auch noch in Unterwäsche streamen. Und ich finde, das hat mit dem Thema gar nichts zu tun. Und kannst das kann Twitch ich als auch? Frau, die absolut, kannst du aber nicht lange. Doch, kannst du sehr lange. Mittlerweile nicht mehr, aber Moment, als Twitch ganz klein war, beziehungsweise noch JustinTV hieß, sah das auch noch alles ganz anders aus. Ne? Also Livestreaming-Dienste im Internet schlafen sich immer hoch. Ja, darf man jetzt ich meine, aber für mich als Frau, die das auch doof findet und ich mag es auch nicht darauf reduziert zu werden, bin ich doch dann doch lieber auf einer Seite, auf der es grundsätzlich Frauen schwerer gemacht wird. Ja. Anhand oder mithilfe von zwei Argumenten zu spielen, nennen wir es mal so. Finde ich einfach nicht schön und ich mag das auch nicht, darauf reduziert zu werden. Und auf Hitbox wäre das, glaube ich, da würde man, glaube ich, anders mit Frauen umgehen. Oder da geht man anders mit Frauen grundsätzlich um, als hier auf Twitch. Das ist völlig Banane. Findest du? Ja, weil das hier genau dasselbe ist und das wird sich auch überhaupt nicht ändern. Es ist immer noch so und das sind Sachen, das ist wie, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist wie wie Livecams oder Pornos oder so. Die werden immer da sein und du wirst nie verbieten können. Und hier werden Frauen genauso behandelt wie auch auf Hitbox oder auf jeglichen anderen Seiten. Und auch hier geben sich die Frauen genauso und ziehen sich genauso an. Auch hier gibt es Frauen, die mit ihrem sexy, nenne ich es jetzt mal, Call-on-Me-Outfit streamen und sich aus Versehen was über die Hose kleckern oder einfach nur Hotpants anhaben. Und auch das wird sich niemals ändern, denn diese Personen bringen Geld nach Hause und solange da Geld verdient wird, wird da nichts geändert. Und du siehst so in dem Sinne nichts, also bloß, weißt du, weil du trägst jetzt mehr, sie trägt halt weniger. Und da gab es mal eine sehr nette Dame, da habe ich zugeguckt, die hat wirklich was im Kopf, sie studiert Kunst und sie nutzt das nicht aus und sie hat gesagt, wisst ihr was, ich kleide mich so zu Hause, das ist für mich ein Zuhause-Stream. Und aus dem ganz einfach kannst du das nicht verbieten. Das wird sich, du kannst Leuten nicht verbieten, wie sie sich quasi dann in dem Sinne anziehen. Ja, könntest du, weil es ist ja Twitch zu Hause, seine Regeln etc. pp. Aber diese Leute bringen so viel Umsatz nach Hause, dass da nie was gemacht wird. Und ich weiß nicht, wie oft und wo du unterwegs bist, Mia, aber hier auf Twitch werden Frauen auch nicht anders behandelt als auf Hitbox oder sonst wo, auch jeglicherweise im Internet. Egal, wo du hingehst, ist es überall dasselbe. Und wer jetzt sagt, dass das nicht so sein sollte, der hat Scheuklappen an. Ganz einfach. Der sieht es einfach nicht, weil er es nicht sehen will. Aber ich kann dir versichern, mir aus ganz großen und langen Touren auf Twitch, die ich auch heute noch tue, ist es immer noch so. Und damit muss man sich halt abfinden. Weil für dich ändert sich das nicht, weil
die Pappenheimer, egal ob sie jetzt da zugucken würden oder nicht, sie würden zu dir kommen und dich so blöde vollquatschen, weil sie wahrscheinlich hohl in der Rübe sind oder Langeweile haben. Und wenn du das jetzt darauf schieben willst, kannst du das gerne tun. Aber das, du weißt, Mia, so sind Männer und so ist das Internet. Man ist anonym, man kann sich bewegen wie ein Arschloch. Und das spielt keine Rolle, ob das andere Leute vormachen oder nicht. Weil du musst dich nicht schämen. Du lieferst Content, du machst das vernünftig, du kleidest dich und machst das mit deiner Art und nicht mit deinem Körper. Also brauchst du dich doch für die anderen Leute nicht schämen. Oder schämst du dich auch für Deutsche, wenn sie in Österreich neben die Toilette kacken auf der Autobahn? Natürlich nicht, weil einfach ist ja nicht dein Bier, so ungefähr, weißt du? Und ich finde, Frauen sollten sich dafür einfach nicht schämen, weil die Leute, Sali macht das vernünftig, du machst das vernünftig, guck bei Insania, gucke ich zu und ganz, ganz viele Frauen. Und wenn ich dann nachts bei Man vs. Game zugucke und der hostet Miss Violence, die da in Hotpants sitzt, naja, dann ist das halt so. Aber das macht ja sie als Mensch nicht anders. Wenn sie sich gerne so dressen will oder bei Twitter eine halbe Piepshow aufziehen will mit Unterwäsche, die sie von Amazon geschenkt kriegt, who cares? So ist es halt. Und wie gesagt, es wird nichts passieren und da wird auch ganz und gar nicht, da werden, also ich finde auch überhaupt nicht, dass es mittlerweile Tittenstreamer sind. Das sind halt nur ein, zwei, die halt komplett auf die Kacke hauen und so dann dargestellt werden. Und alle anderen gleich, die halt, ganz ehrlich, wenn ich, seid mal wirklich ehrlich jetzt, wenn ihr zu Hause seid, ich meine, Mia für dich, du bist jetzt eine Frau, aber stell dir einen Mann vor, der knackig zu Hause in Shorts rumrennt und hier nur Maurer-Shirt anhat oder so, den guckst du ja auch gerne an. Er ist zu Hause, es ist dein Freund, sage ich jetzt mal, und der läuft da so rum. Ich meine, warum sollst du eine Frau angucken? Du siehst ja nichts in dem Sinne. Bloß weil du ein bisschen Dekolleté siehst, das hast du früher auch schon gesehen. Und jetzt ist es vor der Kamm und dann ist man gleich ein Tittengirl, so ist es ja nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie das verkauft wird. Und ich finde einfach, dass die Thematik übertrieben dargestellt wird. Bin ich ganz ehrlich. Und ich will es nicht verschönern. Es ist einfach so. Und Frauen, egal, pass auf, wir machen das mal. Hier kommt das valide Argument, warum das scheißegal ist. Weil die Frauen, wo du jetzt zum Beispiel, oder wo sagen wir mal, wo alle denken, das sind Tittenstreamer, die verdienen 0 Euro. Die haben im Monat keine Einnahmen. Von diesem ganzen Rumgehete, die 1, 2 Euro, kannst du mal hochrechnen, sind das am Tag vielleicht 200, 300 Euro. Die haben keine Subs, da musst du mal bloß nach den Sub-Emoticons gucken, die haben keine Subs, kein gar nichts. Das Einzige, was die kassieren, ist den ganzen Tag nur Scheiße. So, und jetzt frag dich mal, wärst du dabei glücklich, den ganzen Tag Scheiße zu fressen und dafür 300 Euro zu kriegen? So, und dann stellt sich die Frage, ist das jetzt wirklich so schlimm oder ist es nicht so schlimm? Das Gute ist, sie sind das Auffangbecken für diesen Schmutz. Und du hast die coolen Leute. Hey, Problem gelöst, ganz einfach. Also so sehe ich das halt, ja. Und um einfach nur was zu Hitbox zu sagen, ich benutze Hitbox auch überhaupt gar nicht. Und Hitbox ist in dem Sinne keine Konkurrenz. Weil wenn da drüben so viel Alarm wäre wie hier, wäre da drüben wahrscheinlich gar nichts mehr los, weil die Infrastruktur gar nicht vorhanden gewesen wäre, so wie Garak zum Beispiel gesagt hätte. Verzeihung, dass ich ein bisschen abgeschweift bin, aber ich wollte das noch fix erklären. Das Wort gebe ich weiter an wer auch immer jetzt rein möchte. Okay, niemand. Haben wir noch was auf Twitter, bevor wir mit den Games und so vielleicht ja, machen? Wir haben noch, was denkt ihr, wie sich Gaming aufs öffentliche Leben auswirken wird? Von Warn aus. Da können wir direkt auf ein Thema zu sprechen kommen, über das ich sowieso heute reden wollte, weil dieses Jahr wird sich das Gaming auf jeden Fall sehr krass verändern. Ich weiß nicht, ob auf Twitch noch jetzt dieses Jahr, aber im Allgemeinen mit Virtual Reality und ne, die kommen ja dieses Jahr raus, wird sich das Gaming auf jeden Fall verändern und auch auf die Gesellschaft. Und ja, da wird gar nichts passieren, weil das ist eine Thematik für 3-4 Nerds und die werden feststellen, dass es alles scheiße ist und teuer und am Ende werden sie die Dinger in die Ecke schmeißen und Ende Gelände. Also warte mal noch 20 Jahre ab für Virtual Reality, aber das, was da jetzt kommt, das ist, wer zu viel Geld hat, kauft sich so eine Oculus Rift und schmeißt sie dann auch in die Ecke, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Also weil die Games das nicht richtig unterstützen, weil das einfach scheiße ist. Also das... Hast du die schon mal angehabt? Da wird sich nichts ändern am Gaming dieses Jahr. Da hast du können die schon wir eine mal Wette eingehen. Garak, hast du die schon mal angehabt? Was? Hast du die schon mal angehabt? Ich habe eine Virtual Reality, ich habe alles. Du weißt, dass ich alles habe. Ich fliege mit sowas Drohne, ja, und mit sowas will ich nicht spielen. Ja, okay. Also das kannst du echt vergessen. Also ich spiele, da wirst du irre bei. Also da kriegst du den Psycho, aber total.
Ich habe jetzt gehört, in Grid, wie heißt denn das? Dieses Rallye, Grid Rallye, so, ne? Heißt das, glaube ich. Oder nee, Dirt Rallye oder so. Dieses Codemaster Rallye-Spiel. Da hat jetzt, seit die das unterstützen für die Oculus, glaube ich, hat ein Rennfahrerlaie, der zumindest von sich selbst behauptet, er wäre ein Rennfahrerlaie, den alten Rekord, der noch ohne Brille, auf einer Strecke um 12 Sekunden getoppt. Nur weil du über diese Brille so viel besser im Spiel drin bist als ohne Brille mit Bildschirm. Das heißt, für die ganzen Weltraumspiele, die jetzt dieses Jahr rauskommen, sei es, weiß ich nicht, Valkyrie oder wie es heißt, was wahrscheinlich sowieso floppen wird, weil das nur ein kleines Gadget zur Oculus mit dabei getan wird. Aber hier, wovon wir vorhin noch gesprochen hatten, wie heißt das? Hilf mir schnell auf die Sprünge. Charakter, du hast das doch. Was? Dieses Spiel, dieses Weltraumspiel, das von Star Citizen meinst du? Star Citizen. Star Achso, nee. Star Citizen, genau. Solche Spiele, Rennspiele, da kommen jetzt dieses Jahr noch viel, viel mehr an diesen Space-Spielen raus. Und genau da, glaube ich, liegt da eben der Markt für diese Oculus Rift. Und ich glaube schon, dass es gerade da, wenn du die einmal aufgehabt hast, das ist ein ganz anderer Effekt. Die 3D-Welle im Kino und bei Fernsehern, das war ein Gadget und das haben schon alle gekauft. Da ist die Immersion noch viel, viel extremer und da bist du noch viel mehr im Spiel. Gerade Ja, bei ich weiß, Spielen. ich kenne das aus der Realität, wie das aussieht. Aber das ist so 3D hier. Und also, nee, ich sage ja gar nichts gegen die Technik an sich, sondern du hast angefangen deinen Satz mit, das Gaming verändern, das wird es nicht Ja. verändern. Das ist so ein Randbereich für ein paar Leute, die da Bock drauf haben. Lass diese paar Leute ein paar mehr Leute sein. Aber Oculus Rift lebt auch nur noch, weil sie irgendwelche verrückten Geldgeber gefunden haben. Die Frage ist, erinnern wir uns mal an Google Glass und solche Experimente. Da werden Milliarden verbrannt. Ich glaube nicht, dass also es ist zu früh. Hast du so ein Ding mal auf dem Kopf gehabt, wie schwer das ist? Dann gibt es dieses Microsoft-Teil, da fällt dir das, da kriegst du einen Genickbruchbrei. Also 20 Jahre noch. Und dann ja, aber jetzt, nee. Aber ich bin gespannt, trotzdem, natürlich, klar. Ich meine, irgendwann muss es ja anfangen. Ja? Also irgendwann muss alles anfangen. Und warum nicht 2016? Der Durchbruch der virtuellen Reality-Brillen, meinetwegen. Damit habe ich gar kein Problem, das ist okay. Also ich meine nur, dass es jetzt nicht unbedingt 2016 absolut durchzünden wird. Ja. Also ich lasse mich gern überraschen. Vor allem halt bei diesen ganzen Space-Spielen, die jetzt dieses Jahr rauskommen. Ich will jetzt nichts vorhergreifen, wenn wir noch später über Spiele reden wollen, aber da kommen ja noch ein paar auf jeden Fall. Und gerade weil eben so viele Space-Spiele rauskommen, sehe ich das dann schon. Aber klar, natürlich, du brauchst momentan einen Rechner, der schon eine 970 GTX drin hat. Du brauchst genügend Der Standard. USB-Steckplätze und sowas. Den Rechner, den eine Oculus hat, den haben die wenigsten zu Hause stehen. Bam, und da hast du dir selber schon einen reingedrückt. Danke, dass du das sagst, dann brauche ich das nicht mehr sagen. Die Scheiße kommt dieses Jahr. Pff, kannst du die Jauche, kannst du komplett runterspülen, den Mist. Das Ding kostet 700 Flocken. Du hast, kein 600. Mensch hat den PC dafür und niemand unterstützt das. Ja, gut. Du. 2016, ein Jahr, das Also wird dauern, wird nichts 2016 nicht und passieren. auch nicht in Gar 5 Jahren. nichts. Das wird 20 Jahre dauern. In der Na, PlayStation vielleicht kommt 10, aber. eine PlayStation kostet auch 500 € wenn sie neu rauskommt und den kauft sich jeder Idiot. Ja, aber damit kannst du ein bisschen mehr machen als mit so einer Brille. Ja, Und wohl das die gleiche, was gleiche. du mit dem Rechner auch machen kannst. Was kannst du mit die Brille, wo die Schöner. Brille schließt du an deinen Rechner an, den musst du dir erstmal kaufen. Und nicht jeder, pass auf, das Ding ist, Slappy, du bist jetzt, wir sind spezielle Fälle, weil wir wollen Ja. unbedingt den geilsten Scheiß im Gaming ausprobieren. So, und das erzähl mal allen. Ja, du setzt dir da eine Brille auf und dann kommt der nächste, pass auf, kann ich da in der Online-Hamsterhandlung, kann ich mir das auch reinziehen? Das wäre viel interessanter. Spielen ist da so uninteressant. Und so läuft das nämlich ab und deswegen wird sich das nicht durchsetzen. Da werden dann so Spielkinder wie Garak und ich dann, oh ja. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mir so kaufen soll an Gadget. Naja, lass uns mal so eine Brille ausprobieren. Dann setzt du die auf. Genau. Oh, naja, die ist ganz cool. Minecraft, ja, das war ganz fetzig. Nee, pack das mal wieder weg. So, und dann ist das Ding wieder gegessen. Ja, aber wir fallen da ja sogar noch raus, weil wir können mit Virtual Reality nicht streamen. Ne, das ist ja auch noch Das ist das wichtig. Nächste. Die wissen Kannst das du doch. Stream. Ja, kannst du Ja, doch. wie Dann setzt du denn? ab. So, kurz mal Chat lesen. Alles klar, ich bin mal wieder da. So ungefähr, ja. Also. Ach, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, den Chat einzublenden. Kannst dann lesen.
Es schwirrt hier so auf Genau, setzt du noch, darunter setzt du noch ein Google Glas und dann die Brille an. Du darfst aber das nicht mit Google Glass vergleichen. Google Glass war von vornherein eine Schnapsidee. Ja, warum bei Oculus Rift nicht auch? Das glaube ich nicht, dass das eine Schnapsidee ist. Also die erzählen seit Jahren, dass sie so tolle Sachen haben und nichts ist bisher irgendwie eingetreten. Also insofern, Nein. da bin ich vorsichtig. Aber es ist gut, wenn es in die Richtung geht und man merkt ja auch, dass der Mainstream da irgendwo in Sicht ist. Microsoft, bekannt für nicht unbedingt schlaue Entscheidungen, hat auch so ein Ding gebaut und also das bedeutet, dass die große Industrie da auch aufspringen will anscheinend, aber das war bei den 3D-Fernsehern genauso. Ich meine, wer so ein Ding gekauft hat, ist selber ja. schuld. Ja, ist selber schuld. Wirklich, ich habe einen und ich muss sagen, ich habe Dark Souls in 3D gespielt und es war besser als jeder 3D-Film, den du dir reinziehen kannst. Für Spiele ist 3D noch viel, viel besser als für Filme. Für Filme ist es ein Gadget. Spiele sind damit echt richtig gut. Aber das ist meine Meinung. Oh, so, Slappy, das ist ja auch nicht so schlimm. Mia, sehen wir dich dieses Jahr mit der Oculus Rift? Ich denke nicht. Schade. Ich hätte mich also ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich habe sowas noch nie irgendwie auf dem Kopf gehabt oder so. Ich will einfach mal wissen, wie das ist. Aber ich glaube, also ich bin jemand, der kommt schon mit 3D-Brillen im Kino nicht klar. Da wird einem schlecht von. Ich glaube nicht, dass das was für mich ist, um ehrlich zu sein. Aber ausprobieren wäre gut. Vor allem, da kannst du dann Idee so dreidimensionale Katzen. So, das wär's doch. Ja, die habe ich auch in echt. Die liegen da. Oh Mann, sehr gut. Die Fragen sind durch. Wollen wir uns mal auf die Spiele stürzen dieses Jahr? Jeder darf eins. Für die letzten 20 Minuten oder was? Naja, ich sag mal, wir können ja, was wollen wir anstreben? 10:30 oder wie? Ne? Dann haben wir ja, aber wir sind ja heute gut drauf. Also ja, eben, wollte ich doch sagen. Wir kennen das schon. Ja, das hängt ja von dir ab, Garak. Wir richten uns ja nach ja, dir. Ja, Pi mal 11 an ist schon okay. Du hast eine halbe Stunde über deine virtuelle Airline gesprochen. Also wollte ich gerade sagen, Garak, du hast dir selber ins Fleisch geschnitten. Ja, also, ja. Ja, aber ist doch gut heute. Ist ja, doch eben. Irgendwie, wir sind doch alle gut drauf. Ist doch alles prima, tolle Themen, alles gut. Eben, drum. Und wenn wir jetzt auch noch um das eigentliche Thema anfangen, dann wäre das ja auch nicht schlecht. Mann, ihr dürft doch nicht jedes Mal sagen, dass das eigentliche Thema ist. Wir haben doch die Überschrift heute so gewählt, dass Mia jetzt erstmal was isst, wie immer im Stream, klasse. Ich habe nur drauf gewartet. Das hat echt lange gedauert. Ich wollte gerade sagen. Wieso isst sie nichts? Fällt sie gleich auf den Stuhl? Ich wollte gerade sagen, also hat wirklich lange gedauert. Aber wieso sagt ihr mir, dass wir über Spiele reden wollen? Ich habe das extra so gewählt. Du hast recht, ich habe gerade mal den Titel mir angeguckt. Da steht Ausblick, also insofern, wir sind voll in der Spur, überhaupt kein Problem. Eben, wie wär's denn, Leute, wollen wir uns mal mit Spielen beschäftigen, die 2016 rauskommen eventuell? Oh nö. Ach nö, eigentlich habe ich keine Lust darauf, aber Slappy ist so gut vorbereitet, hau doch mal einen auf den Tisch. 2016? Soll ich direkt richtig rausholen? Hau raus und pack gleich auf den Tisch den Willi. Dark Souls 3. Ja, ich hab's gewusst. Praise the Sun. Oh, sehr gut. Okay. Ich freue mich auch sehr auf Dark Souls 3. Ja. Was soll man da noch großartig zu sagen? Es wird genial. Ich weiß nicht. Also, Miyazaki arbeitet dran. Was soll ich noch anderes sagen? Ja, Miyazaki. Miyamoto war der von Nintendo. Ja. Wo er halt nicht an 2000, an 2 hat er nicht mitgearbeitet, das hat man gemerkt. Und Bloodborne hat er gemacht, das hat man gemerkt. Und Dark Souls 3 macht er wieder, das wird man merken. Wie viel habe ich? 3 Stück? Was? Du hast was? 3? Was 3? Ich habe hier 3 Stück. Ja, aber ist wollen wir nicht erstmal fix über Dark Souls reden? Nee, kenne ich nicht. Mia, hast du so Ambitionen? Oder bist du damit in Kontakt? Also ich hab Dark Souls 2, gucke ich ab und zu mal, weil das ist ja das Aktuelle, glaube ich, ja. Und das ist normal hier. Ist das so? Was? Nein, heißt nein, das so? Ach so, ja. Nee, das ist gar nicht. Nee, ich wollte eigentlich Mia das kurz. Abartig, das muss sau schwer sein, das Spiel, die sterben da immer. Eigentlich wollte ich Mia Karak, kurz. Ruhig. Eigentlich wollte ich Mia kurz mit einbinden, aber du warst. Also ich kann zu Dark Souls eh nichts sagen, deswegen übergebe ich mein Wort an. So. Ja, wo ich gerade am Reden bin, also sag doch mal was über Dark Souls, Nils. Ja, Dark Souls ist, Dark Souls 3 ist so eine Mischung aus Bloodborne und Dark Souls Dark 2. Dark Age of Camelot. Dark Ach so. Age of Camelot. Ah ja, das stimmt, das hätte ich noch sagen. Ein bisschen Dark Age of Camelot ist auch noch drin, ja? So vom Feeling her, für dich interessant dann.
Nee, es wird sehr cool. Also es wird so ein schnelles Spiel. Es wird wieder so der Vergewaltiger, glaube ich. Es wird aber trotzdem noch ein bisschen. Ich glaube, es wird mehr casual für den, für den. Ich denke, dass sie mit dem Spiel von diesem. Also Dark Souls war mal ganz speziell für eine ganz spezielle Gruppe und ich glaube, durch Bloodborne ist ihnen eigentlich bewusst geworden, wir können mehr Menschen erreichen und ich glaube, das wird sich in dem Spiel widerspiegeln und ich freue mich extrem drauf und Garak, du darfst jetzt drei nennen. Du wolltest welche nennen? Tu es. Soll ich jetzt schon alle drei raushauen Nee, so? ein. Ja, na übertreib halt nicht gleich wieder. Ich mache jetzt einen erstmal Ja. nur. So. Also ich habe nämlich mir mal so eine Liste durchgeguckt, was so, nee, ich bin ja nicht derjenige, der das so im Fokus hat. Das wisst ihr ja, dass ich bin ja mehr in der Simulation, habe ich mal erwähnt, ja. Und es ist also so, dass ich da einen Klassiker gefunden habe. Es gibt Doom 2016. Doom kommt 2016 für PC, PS4 und Xbox, habe ich mir extra aufgeschrieben, was ich total geil finde. Weil ich habe Doom schon gespielt, da waren viele von euch noch nicht geboren. Ja? Also, wenn man das mal so sagen darf. Und das ist eins meiner ersten Shooter. Ich glaube, es war mein erster Shooter oder so. Gab es davor was? Ja, Castle Wolfenstein. Aber sonst weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, Castle Wolfenstein und dann kam gleich Doom. Ja. Es war beides von ID, wenn ich mich nicht irre. Und danach kam dann Quake. Ne? Ja. Ja. Und Doom habe ich damals gerne gespielt. Heute werde ich es wahrscheinlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich sowas wie 3D-Sickness hatte bei Castle Wolfenstein und auch bei Doom. Das ist das, was man mit so einer Brille heute auch bekommt, erstmal, wenn man Pech hat. Ja Mir wird gut, wenn dann du schon erstmal mal schlecht. 2D, 3D-Sickness bekommst, dann ist Ja, das damals war sowieso es nichts für dich. 2D. Und aber mir wurde echt immer schlecht, wenn ich da, weiß ich auch nicht. Aber das war nur eine kurze Zeit und dann funktionierte das. Also, wie gesagt, Doom 2016, da freue ich mich total drauf. Das werde ich spielen müssen. Auch im Stream? Wirst du das streamen? Oh, nee, ich glaube Okay, nicht. Also das ist schade. eher so, ja. Also im Stru nee, nee, das werde ich eher offline spielen. Mia? Also so Spiele, die mich interessieren, von denen, die so Nee, rauskommen aber werden? Doom jetzt vielleicht. Vielleicht willst du zu Doom noch was sagen? Ich habe Doom nie gespielt. Wirklich Und ich nicht? ja, also ich hab das Video gesehen auf der E3, Mhm. den Trailer dazu, den fand ich gut. Da gab es ziemlich brutale Szenen, die fand ich, da musste ich lachen. Also du musst schon nee. eine Katzen Comedy spielen. Nee, ich weiß nicht, ich find sowas nicht schlecht, aber es ist jetzt nichts, worauf ich mich jetzt so freue. Wie gesagt, ich bin dann eher so jemand, das kommt raus und dann denke ich, ja, kannst du mal probieren. Bei Fallout zum Beispiel habe ich auch gar nicht gehypt vorher. Fallout kam raus und dann habe ich Fallout gespielt, sehr viel. Und so geht mir das meistens auch damit. Und mit Doom habe ich genauso wenig am Hut bisher wie mit Dark Souls, muss ich zugeben. Deswegen werde ich mich da raushalten. Ich kann da nichts zu sagen. Da hätte ich ja schon mal einen Plan für 2016 für dich. Was denn? Dark Alte Spiele, Souls. Dark Souls, ja, das 1 ganze bis Jahr. 3. Ja, alles. Also Ich gucke mir das an. Ich ohne gucke mir Witz, das ich an. gucke beim allerletzten Streamer, gucke ich zu, wenn er Bloodborne anmacht. Ist mir total wumpe, wer das ist. Solange da keine Pixelshow ist und er nicht rumschreit, da bin ich der Erste, der da drin ist. Also, Mia, wenn du Dark Souls spielst, dann würde ich vielleicht auch wieder mal ein bisschen länger zugucken. Ja? Die anderen Spiele waren jetzt nicht so ganz meins, wenn du verstehst, wie ich meine. Kann man nicht eben. Nein, das, so war das doch. Mensch, du Ich weißt doch. weiß nicht, die Leute bei mir meinen auch immer, ich soll doch endlich mal Dark Souls spielen, aber ich kenne mich, ich werde dann sehr schnell wütend. Also wirklich richtig wütend. Und das ist so schön, vor der Kamera wütend Nee. auszurasten. Doch, Nee, manchmal. das ist bei mir schon sehr grenzwertig dann. Ich bin dann jemand, der Bildschirme an die Wand klatscht. Also wirklich richtig böse. Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob ich das spielen möchte. Dann guck doch Kann mal dir da ein Highlight zeigen? beim nächsten Amazon-Angebot, dass du dir schon mal einen Voraus kaufst oder so. Also bei Doom, um kurz noch bei Doom was zu sagen. Also ich habe mein Schweinehund gefunden. Also ich bin in letzter Zeit bei Spielen, die es gerechtfertigen, sehr laut. Also weil ich das, ich will einfach nur, hatte ich schon mal gesagt, ich will das zelebrieren, ich will da rumschreien, ich will. Und ich glaube bei Doom, also ich glaube, ich werde diese Gore-Elemente, diese Monster auseinander zu reißen in allen möglichen Variationen, mit allen möglichen Waffen. Entweder werde ich das übelst feiern, der bescheuertste Streamer zum Release werden von diesem Spiel, den kein Mensch gucken kann, weil ich da komplett
auf einem ganz anderen Planeten unterwegs bin oder ich lasse das Spiel aus. Also ich bin mir noch nicht so sicher, was von diesen beiden Sachen ich nehme. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, wie Doom wird. Ja. Und Mia wollte jetzt noch einen weiteren vorschlagen. Ja, die Spiele, die ich mir rausgesucht habe, sind alle ganz anders als Doom und Dingens. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf Unravel, aber dafür muss ich mir erst eine PS4 holen. Unravel ist so ein bisschen wie Little Big Planet von der Manier her. Das war auch ein Spiel, was ich mir angeguckt habe, zwar nicht selber gespielt habe auf der Gamescom damals, und das finde ich, mag solche Spiele gerne, die so aussehen, als wären sie mit der Hand gemacht. Das ist halt Unravel, wie der Name schon sagt. Man spielt ein Männchen, das aus so einem Garn gemacht ist und macht, oh mein Gott, bei mir ist gerade ein Video angegangen. Das war laut. Und es ist ein Jump'n'Run und da freue ich mich zum Beispiel sehr drauf. Aber ich weiß nicht, die Spiele, die ich mir rausgesucht habe, sind alles so Mädchenspiele, weißt du? Kann ich jetzt irgendwie nicht so mit, ich glaube, da könnt ihr nicht so mitreden. Oh doch, Unravel kenne ich und ich werde es wahrscheinlich auch spielen. Echt? Ah, sehr schön. Ja, nee, werde ich wirklich. Nee, aber da freue ich mich sehr drauf. Ich finde das sehr, sehr putzig. Also bei mir ist das Genre ja weit gefächert. Also bis auf jetzt Life is Strange, so diese Sachen, die so ein bisschen sehr traurig sind, die spiele ich nicht so gern. Aber Unravel habe ich auch Bock drauf, ja. Da freue ich mich auch drauf. Ich muss sagen, bei Unravel, ich mag den Entwickler. Der hat da scheinbar, das ist ja auch dieses Indie-Studio, dann, das da mittendrin irgendwie von Microsoft wurden die, glaube ich, gekauft oder so. Nee, das kommt auf der PS4 raus. Sony. Kann das ja, bitte? Vermutlich. Sony. Irgendwer hat die auf jeden Fall entweder gekauft oder denen eine Finanzspritze gegeben, dass die das halt rausbringen können. Ich mag den Typen, der hat da auf jeden Fall eine Vision und was er bei der E3 darüber gesagt hat, das fand ich irgendwie schon ganz sympathisch. Was mich an dem Spiel so ein bisschen stört, muss ich sagen, ist dieses Artwork. Das ist mir ein bisschen zu, oder dieses Artdesign, das ist mir so ein Ticken zu realistisch. Ich weiß nicht, ich mag es halt, wenn es ein bisschen mehr nach Comic aussieht. Und das sieht halt tatsächlich aus, als wäre das aus echtem Garn, weißt du? Nicht so wie Yoshi's Woolly World, wo es halt total niedlich ist und alles ist so over the top irgendwie. Sondern da ist es halt so, ja, es ist halt ein bisschen zu kantig irgendwie. Nicht so schön niedlich irgendwie. Und das stört mich so ein bisschen. Aber das Spiel wird wahrscheinlich trotzdem gut. Ich meine, das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es so fast genauso wie hier Braid und wie hieß denn dieses andere, dieses schwarz-weiße, das typische Indie-Spiel, was... Ich weiß, was du meinst. Ja, mit I, irgendwas mit I. Indie-Spiel. Nee, weiß ich jetzt nicht, ja. Aber auf jeden Fall, genau, da gab's bei diesem Motorradspiel, was wir letztes Jahr gespielt haben, gab's auch ein... eine Strecke, die exakt so aufgebaut war, meine ich. Aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Fast Motorradspiel? Limbo. Genau, I, sage ich doch, mit I, Limbo. Das L steht genau für I. Und wenn es so ist wie Limbo, dann muss es halt gut sein, ne? Also, geht nichts dran vorbei. Ich möchte jetzt kurz Mia unterstützen mit meinem Vorschlag, damit du dich nicht so alleine fühlst, Mia. Ich freue mich dieses Jahr auf den Remake von Day of Tentacle. Sehr viele haben erzählt, dass das Day of Tentacle früher sehr cool war und ich habe es nie gespielt und ich freue mich sehr auf den Remake, weil ich bin ja nicht so der alte Schule-Spieler, sage ich mal. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich freue mich auf Day of Tentacle, weil früher waren die Spiele noch witzig, heute sind sie einfach nur noch nervtötend, Click-and-Point-Spiele. Deswegen freue ich mich darauf. Kann das mit dem drauf freuen auch unterschreiben. Day of the Tentacle habe ich auch selber nie gespielt. Nur ein bisschen was davon gesehen. Und ich mag es, wie die Remakes gemacht wurden, auch von Monkey Island. Dass man switchen kann ins Alte und ins Neue. Und dass trotzdem der Charme des alten Spiels halt so drin bleibt. Auch wenn sie die Grafiken überarbeiten. Es bleibt halt letztendlich doch das gleiche Spiel. Und jemand wollte was sagen. Ja, Garak wollte was sagen. Das ist doch seine Zeit hier. Tut mir leid. Nee, überhaupt nicht. Mann, Garak, da verlässt man sich einmal auf dich und denkt so, ja, Mia und Garak kannst du mit reinbringen. Slappy hat eh noch 500 Spiele. Nee, kann er nicht. Gut. Aber es ist ein Click-and-Point. Ist das was für dich eigentlich, Garak? Oder überhaupt was? Nicht. Mochte ich noch nie. Oh, okay. Gar nicht. Also Click-and-Point-Spiele, gruselig. Also, nee, das war nie mein Ding.
überhaupt nicht. Also ich kenne da auch so gut wie keins und ich habe das alles ignoriert und ich wollte auch nichts mehr zu tun haben. Die Dinger, die fand ich immer total gruselig. Ich weiß nicht, da konnte mich keins überzeugen, außer Ultima vielleicht. Aber das ist dann schon wieder 25 Jahre her, glaube ich, gefühlt. Okay. Slabby, du wärst jetzt theoretisch noch dran. Achso, mit dem nächsten Spiel? Ja, oder du wärst doch zu Day of Tentacle noch was sagen. Bei mir ist es genauso. Meine besten Freunde haben mir immer erzählt, wie genial dieses Spiel ist, aber da war es halt schon zu spät. Da war schon die Steuerung viel zu veraltet irgendwie und ich will halt nicht, wenn ich irgendwo draufklicke, dann irgendwie, dass sich dann irgendwas aufmacht oder unten irgendwie ich noch mit Pfeiltasten aussuchen muss, welche Aktion ich durchführen möchte, sondern möchte das halt auf heutige Zeit angewandt sehen. Einfach, ich gehe mit meiner Maus da drauf und dann kommt schon, was ich da machen kann und ich muss nicht erst 500 Optionen durchwählen, wie es halt früher war bei den alten, als es noch auf 286ern oder weiß ich nicht was lief. Deswegen, ich werde es bestimmt auch spielen, weil ich immer nur Gutes über Day of the Tentacle gehört habe und ich mich auch theoretisch darauf freue. Von daher. Soll ich jetzt mein nächstes Spiel sagen oder wollte noch jemand was? Will noch wer was? Wenn wir schon beim Thema sind hier mit Unravel, ein anderes Spiel, wo mich eben das Artwork, und ich glaube, das wird auch richtig einschlagen, wenn das mal in wenn das von vielen Leuten gesehen wird, wie das tatsächlich aussieht, ist Cuphead. Das ist quasi auch so ein 2D. Ich meine nicht, dass das so Jump'n'Run-mäßig aufgebaut sein wird, sondern eher, dass man da, glaube ich, nur gegen Bosse kämpft. Mhm. Aber auch halt 2D, links von links nach rechts und von rechts kommt dann der Boss und den besiegt man und dann geht man zum nächsten Boss. Aber dieses Grafik davon ist halt, es sieht exakt so aus wie ein alter Walt Disney in Farbe. Technicolor, so richtig so, wie die ersten Farbcomics mit Mickey Mouse und so, wo Mickey Mouse noch stand und den hier gemacht hat die ganze Zeit. Mhm. Und so ungefähr, ja, genauso sieht's auch aus. Und allein schon für diese Optik haben sie ja schon Lorbeeren bekommen. Und wenn das tatsächlich rauskommt und nur halb so viel Spaß macht, wie gut es aussieht, dann wird es auf jeden Fall eins der besten Indie-Spiele, oder wenn man es noch Indie-Spiele nennen kann, des nächsten Jahres. Das werde ich mir auch reinziehen und genießen. Ich versuche mich ja auf dem Indie-Niveau etwas weiterzubilden. Ich muss ja auch mit dir reden können, Slappy. Ich habe ja heute schon den 3D-Plattformer gespielt. Ich habe mich geschämt, als du zugeguckt hast, aber ja. I wanna be the Boshi, ne? Nee, danke. Nein. Aber Garak wollte, glaube ich, noch einen in die Runde reinhauen, oder? Ja, ich habe hier noch, mir ist noch was anderes aufgefallen. Ich habe hier noch ein Game, das mir gerade erst über den Weg gelaufen ist vorhin. Aber ich habe noch eins von den Simulationen. Wobei Simulation, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich eine Simulation ist. Nee, also wir reden von Star Citizen. Star Citizen ist ja immer wieder angekündigt, beziehungsweise es ist eine Dauerankündigung, weil es erst in der Alpha war und inzwischen ist es ja Beta. So eine in Klammern Alpha und es gibt immer mehr Teile. Inzwischen hat Chris Roberts, der Entwickler von Star Citizen, über 100 Millionen, habe ich gerade nachgelesen, über 100 Millionen eingesammelt an Gelder zur Entwicklung dieses Games. Das ist das größte Game, echt Wahnsinn, was Weltraum und Simulation angeht. Chris Roberts ist sehr, sehr bekannt. Er ist ein Spieleentwickler, der die 90er Jahre quasi komplett für sich gepachtet hat mit den Wing Commander Spielen, die es in allen möglichen Variationen gab, inklusive Filmszenen. Der ein oder andere wird sich daran erinnern, mit Mark Hamill von Star Wars, der dort in Filmsequenzen erstmalig, das war damals für Spiele das erste Mal, dass echte Schauspieler in Spielen erschienen. Wie gesagt, dieses soll jetzt 2016 soweit fertig sein, dass man es spielen kann. Man kann es jetzt schon spielen, aber es ist halt noch lange nicht zu Ende. Und da freue ich mich besonders drauf. Setzt unheimlich viel Hardware voraus. Er hat von vornherein gesagt, dass Hardware, das Nonplusultra, was es gibt, muss man haben, sonst kann man das Spiel nicht genießen. Insofern werden viele das nicht so richtig genießen können. Aber diejenigen, die entsprechende Hardware haben, werden ein wahnsinniges Weltraumspektakel haben. Wer die Genre liebt, wird sowieso schon einen Account haben. Und insofern denke ich mal, ist das, das ist für mich auch ein Highlight
für dieses Jahr, dass es dann endlich fertig wird. Ich habe da so gar keinen. Ist komplett an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das Spiel. Naja, ist ja noch gar nicht raus. Ja, Naja, aber. es wird entwickelt seit 3 Jahren, also so ein Kickstarter ist das, und aber so ein bisschen anders. Also der gibt nicht das Geld aus für Kickstarter, Das sondern er hat einen Crowdfunding, eigenen oder? Kickstarter, Ja. eigene Webseite, und man kann sich halt seine Raumschiffe gegen echtes Geld kaufen, und damit spendet man quasi das Geld, was man sonst bei Kickstarter reinkippen würde. Man bekommt aber auch was dafür in-game, was sonst nicht immer unbedingt der Fall ist. Und bei Chris Roberts kann man halt davon ausgehen, dass es auch tatsächlich zu Ende gebracht wird, weil bei vielen Kickstarter-Produkten schmeißt man Geld rein und am Ende kriegt man nie irgendwas, weil die Firma das nicht packt. Insofern, und es werden ja auch dauernd neue Updates geliefert. Also dabei ist wahnsinnig innovative Techniken im Einsatz. Also das ist schon ziemlich genial, und ich glaube, das wird schon ein Hit. Ich Also hoffe, es ist bei halt spannender den als. Weltraumleuten, ne? Also bei den weltraumaffinen Leuten, also die solche Games mögen. Ja, du, ich habe Elite Dangerous gespielt und ich fand es langweilig nach 20 Stunden, weil es einfach ein riesengroßes Universum ist, aber mit nichts gefüllt einfach. Und Ja. wenn sie das halt gut hinbekommen, dass sie einem wirklich tatsächlich Grund zum Spielen geben und nicht nur eine schöne Welt und riesengroß, dann wird es auf jeden Fall ein Hit. Ja, es ist mit Sicherheit besser. Bei Elite hatte ich mir auch mehr gedacht, so, aber das war eher aus Nostalgiegründen, weil ich 1985 Elite gespielt habe auf dem C64 und dachte, naja, das sind dieselben Entwickler, das wird bestimmt gut. Aber es war genauso schlecht wie damals, nur dass es damals eben gar keine anderen Games gab. Ja, also man darf es nicht vergessen, man verklärt das immer sehr schnell. Das war so ein geiles Spiel, man hat tolle Erinnerungen dran, an diese Zeit und so Mitte der 80er. So, als es so noch cool war, ja. Und insofern, das ist, glaube ich, hier gegeben. Chris Roberts hat ja auch Freelancer gemacht. Das war nach der Wing Commander-Serie. Und letztendlich baut es ja darauf auf. Dieses Star Citizen ist ja so ein riesengroßes Freelancer, kann man sagen. Ja, ich hoffe halt, dass die Singleplayer-Story gut sein wird, halt, die er da hoffentlich mit reinbringt. Da habe ich noch nichts gesehen, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es die braucht. Also, Du, ich glaube, es ist ein Star reines Citizen, Online-Ding. ach nicht Star Citizen, das Freelancer war eben genau deswegen halt so ein gutes Spiel, weil du halt auch eine Story hattest, wo du diese Welt und dieses Spiel spielen konntest. Und das hat mir halt eben an Elite Dangerous gefehlt, weißt du? Ja, kann ich mir vorstellen. Mia, wirf doch mal Star was ein, was Citizen. nicht auf fremden Planeten ist. Fremder Planet nicht, aber Zukunft. Ich freue mich sehr auf Horizon. Zero Dawn. Dawn. Zero Genau. Dawn. Zero Dawn, genau. Das war dieses Spiel, was so eine Mischung aus Ureinwohner und Maschinen haben die Welt übernommen. Ah. Spiel ist, und wo dieses Mädel mit diesem krassen Bogen auf diese Metallmonster, Metalltiere schießt und da halt irgendwas rausholt. Ich bin da sehr zwiegespalten. Mich hat das sehr angefixt, als ich das auf der E3 gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht genau, ob es jetzt 2016 rauskommen soll. Ich glaube schon. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, kommt. Das ist aber wieder so ein. Entschuldigung. Ey, ich wollte nur sagen, ich habe nur bestätigt. Ja, kommt, Ah, Verzeihung. okay. Das ist aber wieder so ein Spiel, bei dem ich sehr zwiegespalten bin, weil ich von dem, was ich gesehen habe, sehr überzeugt war, was man aber sehr schnell kaputt machen kann, indem die Story einfach nicht gut ist. Dann sieht es gut aus, hat einen schönen Ansatz, so von dem drumherum, wo es spielt, was man, also es ist was Neues, so in der Art. Grundsätzlich ist es aber wahrscheinlich wieder sowas, was in die Richtung ja, Open World Story Survival geht. So, und da kann man halt wirklich viel in den Sand setzen, deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob es dann letztendlich wirklich meine Erwartungen erfüllt. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Hoffe, dass es gut wird und bin halt auch sehr gespannt, wie es denn letztendlich nun sich spielt. Die haben da auf jeden Fall eine gute Welt aufgemacht, irgendwie, weil die jetzt die Möglichkeit haben, sozusagen, das spielt ja quasi nach dem Untergang der Menschen, die dann quasi diese Roboter oder so da gelassen haben, so wie ich das verstanden habe. Und jetzt kommt halt diese neue Zivilisation, die halt irgendwie nichts mit uns zu tun haben, also mit den Menschen zu tun haben, und kämpfen halt eben gegen die. Und da ist auf jeden Fall dieser klassische Matrix-Raum, den die da aufgemacht haben, wo die so schön irgendwie
ja, so eine Parabel erzählen könnten, theoretisch. Warum haben die Menschen sich sozusagen ausgerottet selbst und so? Wenn sie das verfolgen, wird es bestimmt eine coole Story, wenn sie das gut hinbekommen. Aber ich gebe dir recht, es könnte auch, sorry, dass ich das jetzt sage, aber es könnte auch eben genau so ein Fallout-Spiel werden, das unfassbar sehr gehypt wird und dann doch irgendwie sich leer anfühlt am Ende. Kann ich nachvollziehen. Also ich fand Fallout sehr gut, aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt oft so, sieht halt einfach gut aus und man freut sich extrem drauf und dann ist es nachher halt wirklich doch nur, ja, es sah halt nur gut aus. Die Story hat einen nicht so gepackt wie bei anderen Spielen. Genau. Wenn es dann überhaupt eine gute Story gibt. Nee, da freue ich mich aber auf jeden Fall noch drauf. Ich mag solche Spiele sehr gerne. Das wird, also ich freue mich auch drauf. Das werde ich mir definitiv mal geben. Wobei ich mit Dinos nichts anfangen kann und robotische Dinos, da hört sowieso dann schon auf. Aber hey, mal sehen. Seien wir Welt offen und dann spielen wir das mal. Wo ich jetzt einwerfen möchte, ich würde ja gerne mal mit 47, Agent 47 Dinos töten. Ja, dieses Jahr kommt Hitman raus. Im März ist es soweit. Oh Gott, riesige Level. Riesig ist einfach alles. Ich habe schon ein feuchtes Höschen und einen Nerdständer, wenn ich nur daran denke, dass es bald soweit ist. Ja, da freue ich mich. Hitman dieses Jahr wird, ich hoffe inständig, dass es das Ende der Saga wird, denn er soll langsam mal von dannen gehen und es, auch wenn er eigentlich immer was zu tun hätte, sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist, und Absolution war schon schön. Das wird jetzt nochmal schöner, hoffe ich, denke ich, fühlt sich so an. Ich warte drauf, ich bin heiß, bin sehr heiß. Aber von euch anscheinend keiner. Du, ich weiß gar nicht, warum ich ein Hitman-Spiel gespielt habe, weil ich bin eigentlich der totale Fan, Spiele im Stealth-Modus zu spielen. Ich habe Skyrim nur in Stealth durchgespielt und eigentlich wäre das perfekte Spiel für mich. Aber da kommt noch ein anderes dieses Jahr, aber da kommen wir später zu. Deswegen, ich glaube, das nächste Hitman, wenn es da tatsächlich rauskommt, werde ich auch spielen. Und vielleicht auch mal das letzte, was dann. Oder irgendein gutes. Da müsste ich dich nochmal fragen, welches jetzt so spielen sollte. Auf jeden Fall nicht die ersten Teile, weil früher war normal abgrundtief schwer. Ja, ja. Also das war der komplette Untergang. Also ich habe echt, wir haben die Ohren geschlagert. Es war wirklich sehr schwer. Wie sieht's bei dir aus, Slappy? Was hast du noch für einen Titel, für einen Titel auf dem Zettel? Auf dem Ach so. Zettel. Bin ich schon wieder dran. Ja. Was wollte ich sagen? Verdammt. Ach so, wo wir gerade bei Weltraumspielen waren. Kommt ja dieses Jahr hoffentlich vielleicht No Man's Sky raus. Das im Prinzip, damals, als es auf der E3 von 2014, glaube ich, wurde es vorgestellt, oder 2013, bin mir nicht ganz sicher, hat es auch damals irgendwie schon diese Lorbeeren, die man vorher bekommt, bekommen. Und könnte aber an dem gleichen Problem scheitern, eben wie Eli Dangerous, einfach, dass sie diese prozedural generierte Welt, wie das ja so schön heißt, ne, die gibt es ja auch bei Minecraft oder sonst irgendwo, dass die das halt haben und alles irgendwie ins Unendliche geht und man nie im Leben alle Planeten sehen wird. Aber was ich halt cool an dem Spiel finde, ist, dass du fliegst mit deinem Schiff durch den Weltraum und fliegst auf den Planeten zu und landest einfach ohne Ladebildschirm oder was auf diesem Planeten. Gehst halt in die Atmosphäre rein, kannst da landen, kannst da Tiere irgendwie jagen oder halt Erze abbauen oder sonstiges. Und dann, ich weiß noch nicht genau, was der Sinn dieses Spieles sein wird. Das ist halt das Problem. Das konnten mir bis jetzt die Macher auch nicht so wirklich erklären, auf diesen ganzen Interviews, die sie schon geführt haben. Und trotzdem ist es einfach wunderschön. Und wenn es wirklich mehr Spielspaß als nur für 10, 20 Stunden birgt, könnte es echt ein gutes Spiel werden. Es kommt sehr viel mit Weltraum raus dieses Jahr, oder? Deswegen sage ich ja, Brillen. Ja, allgemein in Richtung Survival wird ja immer mehr, habe ich das Gefühl. Auch in den letzten Jahren, so seit 2012, 2013 ist das sehr, sehr stark angestiegen. Und jetzt alles, was so in Richtung Mittelalter oder davor geht, ist halt jetzt ausgelutscht. Jetzt muss man ein bisschen weiter gucken, mehr in die Zukunft. Da habe ich auch noch ein Spiel, apropos. Garak. Mittelalter.
Also, ich werde mir No Man's Sky, weil das kann ich nicht. Also habe ich vorhin, als wir im Vorgeplänkel, bin ich ja erst da drauf gestoßen. Und ich finde es spannend, dass ich habe kurz mal gelesen, was das so macht. Und Slabby hat ja auch einiges dazu erzählt. Ich glaube, das könnte mich interessieren. Vor allem, es ist im Genre Simulation. Das passt mir. Und ich bin gespannt, was da nun wirklich Simulation dran ist. Die schreiben hier zum Beispiel, dass das Universum irgendwie, die Spielwelt ist so groß, dass man trotz konstanter Online-Verbindung höchst selten oder nie andere Spieler treffen wird. Was ich schon ein bisschen, also habe ich, da muss ich ja nicht online spielen, wenn ich keinen anderen treffe. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ja, mal gucken, ob da, also Survival habe ich keine Lust mehr zu. Da kommen, sind zu viele Sachen gekommen mittlerweile. Die meisten waren nicht gut und irgendwie ist das nicht mehr. Aber so No Man's Sky hört sich zumindest sehr interessant an. Die scheinen einen anderen Weg zu gehen. Es ist ja nicht, es ist von allem etwas irgendwie so ein bisschen und ein bisschen Weltraum drin. Also ne, Dinosaurier und Weltraum und das alles miteinander vermischt und ich finde es nicht uninteressant. Ich will das im Auge behalten. Vielleicht auch für PS4 mal gucken. Es soll ja für beide, auch für PC und PS4 kommen. Vielleicht mal wieder ein Grund, die PS4 anzuschmeißen. Ich habe hier auf meinem Zettel noch stehen, ich hatte übrigens das auch stehen, aber ich habe hier Batman. Ich bin überhaupt kein Batman-Fan, also überhaupt nicht irgendwie nicht so richtig, aber von Telltale soll es einen Batman geben. Und ich liebe einfach Telltale-Games. Also es ist eigentlich, die können rausbringen, was sie wollen, ist mir völlig egal. Es ist immer gut, also bis auf die ersten vielleicht. Aber die Game of Thrones ist grenzwertig, finde ich. Das war, gefiel mir nicht ganz so gut, aber wenn sie nur so Walking Dead-mäßig das hinkriegen, dann bin ich schon zufrieden. Also das kommt auch in diesem Jahr 2016, ich glaube im Sommer, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich nochmal nachschlagen, aber ich bin gespannt, was die daraus machen aus diesem Stoff. Also bisher haben sie ja Filme eher oder Fernsehen, Serien irgendwie umgesetzt. Batman, gut, ist auch Film, aber irgendwie anders. Es ist halt nicht so wie Zurück in die Zukunft oder wie Walking Dead. Also ich bin gespannt, wie sie das Thema hinkriegen und wie lang, also wie sie die Story rüberbringen. Ich freue mich extrem drauf. Also brauche ich gar nichts zu sagen. Oder? Also ich brauche bloß theoretisch die Batman-Mütze holen und dann weiß jeder Bescheid. War mir klar. Ja, also Bei mir ist ich. es weniger wegen Batman, sondern eher wegen Telltale. Also ich liebe diese Softwarebude. Also die machen richtig gute Sachen. Auf jeden Fall, da gebe ich dir definitiv recht. Leider nur nicht in Deutsch vertonen, aber hey. Also leider im Sinne Das ist von, nicht dass so das schlimm. bei mir nicht so toll ankommt im Stream, weil viele dann doch lieber das Deutsche präferieren. Aber Telltale ist wirklich eine wunderschöne Bude. Da kommt dieses Jahr übrigens Walking Dead auch noch ein Teil raus. Also der von Michonne ist ein Charakter aus dem aus der Serie und das wird so ein Ableger und da bin ich auch gespannt. Es wird auch von Telltale kommen dieses Jahr. Das wird Ich auch habe so sehr ein cool. bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bevor wir jetzt zum nächsten Thema springen, dass dieses Jahr ein sehr, sehr hartes sein wird für Batman, für Batman-Fans. Ich glaube, diese ganze Renaissance, die Batman in den letzten 5 Jahren erlebt hat, wird dieses Jahr Abschwappen. eventuell, nee, nicht Ja. nur abschwappen. Abgeschwappt ist sie schon längst, aber vor die Wand gefahren mit dem Film Batman vs. Robin. Und ich persönlich bin kein großer Telltale-Fan. Mit dem Spiel, das wird mir alles irgendwie ein bisschen zu viel, Batman, so langsam. Und die Rocksteady-Spiele waren gut. Ich habe jetzt den dritten gestern durchgespielt. Der war so, naja, muss ich sagen. Der dritte Film ne, mit Christian Bale, der war auch nur noch nicht vergleichbar mit dem zweiten zumindest. Der war immer noch gut auf jeden Fall, aber und irgendwie ist das so alles so ein bisschen, ich weiß nicht. Wird ein bisschen so langsam zu viel. Zu viel Batman. Deswegen, Reicht, reicht ja. Ist nicht Batman versus Superman oder stehe ich ja. total Ja. auf Was habe ich Quatsch? denn gesagt? Robin. Oh. Batman versus Robin. Ich dachte, nee, ich dachte, es läge an mir. Ich kenne mich mit sowas nicht so aus, aber Nee, gut. ich meine Superman, ja. Sorry. Okay. Das kann auch nur Kein floppen, Problem. weil Ben Affleck einfach mal super Batman spielt. Und wer bitte. Nee. Solange Christian Bale nicht diese Verkleidung des Batmans anhat, ist das sowieso ein Flop und das sage ich. Als Hardcore-Batman-Figur. Ja? Ich bin quasi Fatman, so nennt man mich auch in Fachkreisen.
Nee, das geht nicht. Also, ich gebe dir da recht, Slappy, und ich finde es auch ehrlich gesagt schön, dass es endlich mal zur Ruhe kommt. Und ich freue mich auf das Spiel. Ich bin gespannt, wie das ist, aber reicht dann auch wieder. Ich glaube, sie müssen auch erstmal ihr kleines, naja, Fauxpas von letztes Jahr verarbeiten. Zumindest was Spiele angeht. Mia, hast du noch was auf dem Schirm? Na Ich hatte komm. mich erwischt. Ach so, du isst gerade. Ich habe gerade schon Dschungelbällchen in den Mund Ach gesteckt. so, was Neues. Warte. Ich habe ein Spiel mir noch rausgesucht, worauf ich mich auch freue, obwohl ich den zweiten Teil nicht gespielt habe, und zwar ist das Mafia 3. Ich habe Mafia 1 damals so gefeiert. Ich fand das so schön. Ich liebe ja solche Musik. Ich habe es damals so genossen, in diesen Wagen einfach da rumzufahren und das Radio laufen zu lassen, dass dieses Spiel für mich definitiv eins der Spiele war, die mich so in meiner Jugend, klingt jetzt total doof, aber es ist ja schon etwa 10 Jahre her, ja doch sehr positiv begleitet haben. Ich habe damit sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe Mafia 2 niemals angeguckt. Ich weiß gar nicht wieso, ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Es gab dann immer irgendwelche anderen Spiele und so. Das war jetzt nicht, weil ich es nicht ansehen wollte oder so. Aber ich freue mich sehr auf Mafia 3 und ich werde wahrscheinlich davor dann noch Mafia 2 durchzocken. Und bin gespannt, ob die Spiele, sowohl 2 als auch dann eben 3, was dieses Jahr rauskommen soll, für mich diesen Zauber von Mafia 1 wieder aufleben lassen können. 2 soll ja gar nicht so schlecht gewesen sein. Dementsprechend bin ich da sehr optimistisch, dass sie auch 3 ganz gut hinkriegen werden. Da Du freue ich mich drauf. solltest zwei auf jeden Fall spielen, gerade wegen des Soundtracks. Weil der Soundtrack in zwei ist noch over the top. Also ist einer der besten. Das sind ja nicht die Soundtracks, die extra fürs Spiel gemacht worden sind, sondern eben diese Lieder ausgesucht. Und was du da drin für Schätze findest, das ist einfach unfassbar. Den gibt's bei Google Music, kannst du dir den sogar, glaube ich, kaufen oder halt anhören, wenn du da Abonnent bist. Und da sind 5 CDs, glaube ich, nur voll mit diesem Soundtrack Oh, das ist gut. von den ganzen Liedern. Allerdings, Mafia 3 spielt in den 70ern, ne? Das heißt, du Ja, wirst da deutlich später. eher, das heißt, du wirst da eher so Jimi Hendrix und sowas halt haben, ne? Und so Vietnam-Rock, diesen klassischen. Mir geht's da, also die Musik ist für mich essentiell gewesen für das Spiel, aber also sie hat das Spiel besonders gemacht. Das Spiel an sich war ja jetzt aber auch nicht schlecht. Also ich werde auch, wenn Mafia 3 in den 70ern spielt, das glaube ich sehr gut finden. Überhaupt nicht. Einfach weil es so dieses, war so das Gesamtbild hat gepasst. Es war ja nicht nur die Musik, sondern auch das Spielen hat Spaß gemacht und wie sie alles gestaltet haben. Die Story war nett. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich auch. Ich auch. Da bin ich auch dabei. Aber ich glaube, ihr könnt dieses Jahr, also keiner von euch, glaube ich, kann spielen nennen, was ich dieses Jahr nicht spielen werde. Meine Liste ist unendlich lang. Du hast ja auch alle Konsolen und jeden PC, ne? Also. Meine Liste ist wirklich unfassbar lang. Ich könnte, Okay, glaube dann ich. komme ich jetzt mit einem Gameboy-Spiel. Ich habe noch nicht mal was gesagt, ja? Du hast mich halt voll übergangen. Also, ich bin wirklich ehrlich jetzt, Leute. Ich werde jetzt mein letztes Spiel nennen für dieses Jahr und dann nur noch meinen Senf dazugeben, weil ich werde dieses Jahr nahezu fast alles spielen. Ich habe mich selber darauf jetzt, kurz um das zu erklären, ich habe mich selber darauf vorbereitet, Sachen zu mögen, wie zum Beispiel auch diese Retro-Sachen wie von dir, so à la Jump'n'Run und sowas. Darauf habe ich mich mental, mein Mindset, vorbereitet. Ja, das kann man mögen. Ich bin sowas von dermaßen bereit für 2016. Ich werde alles nur in mich aufsaugen und diese Spiele einfach nur feiern und zelebrieren. Jetzt kommt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich kommt jetzt ein kleiner Underdog. Weil es ist kein AAA-Titel, das wird Mighty Number 9. Und ich freue mich da erst seit kurzem drauf, seitdem mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Es wird ein Jump'n'Run-Spiel à la Mega Man. Und das kommt am 9.2. raus, also demnächst sogar schon. Und da freue ich mich extrem drauf. Das ist kein AAA-Titel, damit das nicht immer heißt hier, der Dicke kennt nur AAA-Titel. Ja, Slappy, nimm mich zurück. Ja, darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Oh, und was ich ganz schnell noch sagen will, weil ich ganz genau weiß, dass das keiner von euch sagen wird. Ich freue mich auf die Side-Scroller von Assassin's Creed. Und zwar das wird Chronicles Russland und Chronicles, mir fällt das andere nicht ein.
Irgendwas gibt's noch, irgendeine Chronik. Und das sind halt Sidescroller von Assassin's Creed, die verdammt lustig sind. Kommen auch jetzt am 12. Ich glaube, diese Woche oder nächste Woche kommt einer raus. China? China war das erste Chronicle. Ja, aber sowas in dem Dreh, da freue ich mich auch drauf, ja. Obwohl, Zelda werde ich dieses Jahr nicht spielen, sorry. Das muss ich noch kurz sagen. Hau Warte mal rein. ab. Nee, ich werde Zelda nicht spielen. India heißt das, genau, Dankeschön. Slappy, bring dein, komm. Ach so, ich hatte ja gerade gesagt mit dem Mittelalterspiel, dass dieses Jahr tatsächlich eins rauskommt. Und das klingt sehr interessant, zumindest was ich gehört habe. Ich bin da auch heute erst drauf gestoßen, dass ich so ein bisschen reingelesen habe, was so alles rauskommt. Das ist Kingdom Come Deliverance. Kommt aus einem von einem tschechischen Studio und versucht halt so das Mittelalter des 15. Jahrhunderts quasi als Spiel, als Rollenspiel quasi ja, wieder zu beleben oder nee, keine Ahnung, halt zu nutzen. Das ist halt, was ich daran interessant finde, ist, dass es halt tatsächlich, die haben sich mit echten Geschichtlern und Historikern und sowas zusammengesetzt und haben versucht, diese Welt des 15. Jahrhunderts in halt Böhmen, ne, was ja da alles so war, um Tschechien rum, Polen, ich glaube, Teil Deutschlands und so, das war ja alles, sind für euch vielleicht böhmische Dörfer? Ich kenne mich aus, ich wohne hier im Dreieck, du Ja, Kasper. genau. Nein, das waren böhmische Dörfer. Böhmen, da spielt das halt. In Böhmen? Nee, in Ja, den Dörfern. Ach, in Genau, Dörfern. und in den spielt das halt. Aber das Interessante ist halt keine Magie, nichts dieses Fantasy-mäßiges, sondern es spielt tatsächlich im Mittelalter. So wie das Mittelalter so perfekt, wie man es halt heute nachstellen kann. Natürlich ein bisschen aufgehübscht und aufgebessert für Videospiele, damit man halt auch ein bisschen Spaß haben kann. Ne? Weil du kannst ja nicht einfach in eine Mittelalterwelt reingepackt werden und dann den 100 Stunden irgendwie Kuhmist wegfegen oder so. Das wird ja keinen Spaß machen, sondern Doch. du musst ja schon eine Story haben. Aber ne, auf jeden Fall in der Welt. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant und ich freue mich drauf. Ich hoffe, das kommt dieses Jahr noch raus. Oh ja. Ich gucke es mir gerade an. Ich habe ja gerade ein Video angemacht. Das habe ich auch gesehen auf der E3. Ich muss sagen, ja, doch. Das fand ich da auch schon sehr spannend. Ich mag das, wenn es einfach total einfach, aber realistisch ist. Weiß ich nicht, einfach in eine andere Rolle reinschlüpfen, die aber gar nicht besonders sein muss in dem Fall, ne? Deswegen 80 Stunden Kuhmist hin und her tragen, finde ich gar nicht so schlimm. Nee, aber Wow. sieht sehr gut aus. Sonntags-Gammel-Stream bei mir. Heute, wir sammeln Kuhmist. Kuhmist. Okay. Aber ich schiebe auch 16 Stunden Katzen durchs Wasser in Minecraft, also. Okay. Gibt es ein Nee, Achievement sieht für? gut aus. Nee, aber ich wollte Katzen haben. Ach so. Und die gab es nicht in meiner Nähe. Gibt's im Dschungel. Der Vanilla, sonst hätte man sich hier so ein Netz geholt, verstehst du? Rechtsklick, direkt Ja, damit leider nach Hause Vanilla. bringen, raus. Und dann würden sie noch geklont, damit man ja nicht so viel finden muss von dem Scheiß. Ich muss mal einmal kurz was fragen. Slabby hat ja ein bisschen angefangen. Ist es ein MMORPG oder ist es ein Singleplayer-Spiel? Nee, ich glaube, Singleplayer soll das werden. So Okay. Dragon Age mäßig, glaube ich. Ah, okay, gut. So ein bisschen so Skyrim, Dragon Age, nur halt ohne Magie. Klappt First Interessant. Person. Alles täuscht. Karak? Ja. Dark Age of Camelon. Was? Ja, genau, das ist das Thema. Ich habe hier noch so einen Wahlkandidaten für 2016, weil das könnte auch 2017 anfangen werden. Camelot Unchained. Dark Age of Camelot 2. Jawohl. Beta läuft. Und sieht ganz gut aus. Und allzu viel kann man da noch nicht zu sagen. Jedenfalls gibt es auf der offiziellen Seite schon einige coole Bilder. Und es gibt Accounts, sowohl also seit der Alpha ja schon und auch in der Closed Beta. Und wie gesagt, das ist, ja, ich würde sagen, man könnte fast sagen, Dark Age of Camelot auf Speed, ja. Also das ist einfach noch geiler, noch neuer und vor allen Dingen eine adäquate, vernünftige Grafik. Man kann jetzt Wikinger spielen, was total geil ist. Soll oder wird 30 Klassen haben, das heißt so, wie es zu Anfang bei DAOC auch war.
Im Grunde genommen ist das eine Neuauflage, ja, mehr oder weniger. Hat auch einige Eigenarten, die anders sind. Also es ist kein 1:1-Abklatsch, es ist halt die Weiterentwicklung. Und ich bin da total gespannt drauf, weil das ist natürlich Pflicht, ist ja wohl klar. Und so wie es im Moment aussieht, wird es wohl 2016 werden. Und das haben wir ja gerade insofern, ne? Dark Age, beziehungsweise es heißt ja Camelot Unchained, nicht Dark Age of Camelot. Aber wie gesagt, der offiziell erklärte oder inoffiziell erklärte Nachfolger. Alright. Also, das ist aber ein MMORPG. Vielleicht spielen wir das ja mal zusammen oder so. Ja, das kann man, sowas kann man cool machen, ja. Das, vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Du schwärmst davon ja. Vielleicht kannst du mich ja mitnehmen in die Welt und dann kann ich mich auch mal alt fühlen oder so. Ja, es wird vor allen Dingen, das entscheidende System von Dark Age of Camelot war ja das RVR, also Reich gegen Reich. Es gab damals drei Reiche und die haben gegeneinander gekämpft halt. Und ansonsten warst du in einer PvE-Umgebung. Das heißt, du hast gelevelt ganz normal, hast deine Berufe erlernt, bist Schmied geworden oder sonst irgendwie was, konntest Rüstungen bauen oder Bögen oder was auch immer, hast also ganz normal geskillt. Und wenn du Bock drauf hattest oder eben dich mit mehreren Leuten zusammengetan hast, dann bist du hinter die Grenze gegangen, ja, durch so ein riesengroßes Tor, durch die Mauer, also hinter die Mauer. Und dahinter war dann der Wilde Westen sozusagen. Das heißt, da trafen quasi alle drei Reiche gemeinsam aufeinander. War aber ein Riesengebiet. Ja. Man konnte da auch leveln, musste zum Teil da sogar leveln. Das war dann auch saugefährlich, weil da war PvP. Und es gab da keine Zonen. Es gab nachher später noch so Dungeons und so weiter, wo man dann PvE hatte. Aber auch da gab es Dungeons, die wechselten die Fraktionen. Das war ganz lustig. Also dann war, es gab halt Dungeons, wo man reingehen konnte und das gehörte einer der eigenen Fraktionen an quasi. Und man konnte es auch umdrehen, indem einfach die Gegner kamen und das Ding übernommen haben. Also das war sehr gut gemacht. Es war also kein PvP auf Teufel komm raus. Sowas mag ich ja nicht spielen, so wo man irgendwo levelt und hast einen Pfeil im Rücken und kippst um. Ja? Sondern du bist ja eigentlich immer mit mehreren Leuten losgezogen, in der Achtergruppe oder so, die dann eine bestimmte Zusammensetzung hatte. Und dann bist du da durch die Gegend gezogen und hast geguckt, ob du irgendjemanden umnieten konntest oder eine andere Gruppe. Meistens war das immer Gruppe gegen Gruppe. Und oder du hast Festungen besetzt, ja, und dann war das total cool, dass man dann eben draußen 150 Leute hatte, die wollten alle in diese Festung rein und haben versucht, diese Holztüren, diese großen Holztüre zu zerstören. Und drinnen saßen dann Handwerker und haben permanent die Türen wieder repariert und fielen alle der Nase nach um, weil die Caster da durchgecastet hatten und so weiter. Also es ist ein sehr strategisches Spiel, würde ich sagen, aber eigentlich auch so ein Mix aus allem, ne? Also ist ganz cool. Hört sich auf jeden Fall cool an, ja. Ja, Dark Age of Camelot gibt es übrigens immer noch, aber ich habe mir das letztens runtergeladen, ich habe es noch auf dem Desktop liegen, den Icon, und habe mich mal eingeloggt mit so einem einen Monat Umsonst-Account oder so. Ja, hätte ich nicht machen sollen. Man soll sich gute Erinnerungen gut bewahren. Die Grafik ist einfach nicht mehr das, was es heutzutage so braucht, ja. Aber da ist eben der Nachfolger recht gut dann. Mia, was hast du noch so im Angebot? Eigentlich nur noch ein Spiel, wo ich mir bei dem gar nicht so sicher war, ob ich das ansprechen wollte. Und zwar habe ich früher schon sehr gerne und spiele auch heute immer noch sehr gerne Rollercoaster Tycoon. Und es wird einen neuen Teil rausgeben, auch unter dem Namen Rollercoaster Tycoon, der aber nicht von den Leuten gemacht ist, die 1, 2 und 3 entwickelt haben. Und dann gibt es ein Spiel, was eben von den Leuten gemacht wird, unter einem anderen Namen, der mir jetzt aber gerade entfallen ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so gut ankommt, um ehrlich zu sein. Ich bin da ein bisschen gehypt. Ich mag die total gerne. Und ich freue mich zum Beispiel, dass beim neuen Rollercoaster Tycoon World, heißt das ja, dass es da beim Bauen keine Rasterbeschränkung mehr gibt. Dass man halt seine Achterbahn, die man dann halt selber baut, komplett ohne irgendwelche Beschränkungen bauen kann. Und dass das Ganze ein bisschen realistischer wird. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber das ist ja auch schon bald soweit. Ich meine, Rollercoaster Tycoon World kommt sogar demnächst schon raus. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber spätestens im Februar, März müsste das soweit sein. Wurde verschoben. Oder kam es schon? Wurde verschoben? Ja. Ah, okay. Nee. Und dann gab es halt noch diesen anderen, der wahrscheinlich ein bisschen besser sein soll als Rollercoaster Tycoon World.
Habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich mochte Rollercoaster Tycoon 1 sehr, sehr gerne. Das ganz viel gespielt, als ich noch jünger war. Und spiele auch 3 ab und zu jetzt nochmal im Stream. Einfach weil es Spaß macht, sich da reinzusetzen. Aber es sieht halt einfach scheiße aus. Doof aus, Entschuldigung. Tut mir leid. Sieht einfach doof aus. Und die Grafik war halt nicht so, weiß ich nicht, die überzeugt halt nicht so. Es hat nicht diesen Retro-Charme wie halt Rollercoaster Tycoon 1, aber es sieht auch nicht gut aus. Und da freue ich mich, dass es eventuell was gibt, was dann nochmal ein bisschen mehr Augenschmaus ist. Die Lösung dann nicht Rollercoaster Tycoon 2? Aber der Zweier sieht genauso doof aus wie der Dritte. Ach so, okay. Er ist, naja. Oh Weil nee, der Zweier sieht aus wie eins, aber man kann nicht mitfahren. Sowas. Der genau. Zweier ist aber ganz nett tatsächlich. Aber ich hätte halt gern sowas wie den Dritten, nur halt in schön. Das Theme würde Park mich freuen. World. Ja, zum Beispiel. Nee, aber da bin ich mal gespannt, wie das wird. Das soll ja rauskommen dieses Jahr. Das war so das Letzte, was ich mir noch rausgesucht hatte. Sonst würde das, glaube ich, zu weit greifen. Es gibt da so viele Spiele, wo man noch sagt, oh, das finde ich noch interessant. Aber die, die ich so jetzt genannt habe, einschließlich Day of the Tentacle, was der Dizzy vorhin sagte, bin ich ja doch eher auf diese Spiele ja gehypt. Also Rollercoaster sehe ich schon wieder 12, 13, 14, 15 Stunden Streams incoming. Oh was? So spät schon? Mist, wir wollen ja morgen wieder streamen. Ja, wir machen dann jetzt Schluss. Tschüss. Also ja, ich werde wieder mein Inneres zum Äußeren holen und bauen wie ein Weltmeister. Ja. Aber ich schließe mich Mia an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so unfassbar viele Spiele auf dem Zettel, die noch gar nicht irgendwo gelistet sind, sondern einfach, was heißt nicht gelistet, in den gängigen Listen irgendwie nicht dabei sind, wo ich völlig Bock drauf habe. Ich werde alle Systeme abgrasen. Wenn wir da schon Quantum Break, fällt mir da noch ein, das ist ein Xbox-Titel, der dieses Jahr rauskommt. Triple A, total abgefahrene Story, sieht richtig geil aus, freue ich mich drauf. XCOM kommt jetzt bald raus. Wir können noch, also ich kann euch da noch Titel über Titel über Titel über Titel Na, na, Moment, willst du vorlesen. jetzt uns abwürgen oder was? Nee, ich will einfach nur sagen, es ist schon einigermaßen spät und wir haben die anderen Sachen noch vor. Und ich würde euch gerne noch jeweils, Mia hat ja auch schon gesagt, aber Garak und Slappy, falls ihr noch einen Titel habt, das ist unfassbar viel, was da kommt, Leute. Also ohne Witz, Mass Effect 4 kommt noch raus, Dishonored 2, Dishonored 2? Ja, Dishonored 2 kommt noch raus. Battlefield 5 wurde noch angekündigt. Da gibt es so viele Sachen. Mafia hatten wir ja schon. Divinity, FIFA 17. FIFA 17, Battlefield Outlast 5, 2 kommt. Dead Island, Outlast 2, Warhammer kommt dieses Jahr noch. Total War kommt auch noch was von raus. No Man's Sky hatten wir ja schon. Mirror's Edge kommt dieses Jahr noch. Und dann kommt noch diese ganze Batterie an PS4 und PS4-Titeln, Wii U-Titel noch, dann kommt noch diese ganze Last PS Guardian. Lars, oh Gott, hör bloß auf mit dem Spiel. Also das verstehe ich überhaupt gar nicht, wie die Leute das feiern können. Ich habe mir das Hast ange... du Shadow of the Colossus gespielt? Nein. Und ich habe Ja, mir das siehst du. angeguckt und dann ging es im Teamspeak gleich los. Oh, das wird so geil, das Spiel. Und dann sitzt du so davor. Scheiße, ich glaube, das wird ein Spiel, was du dieses Jahr nicht spielst, weil mich das überhaupt nicht antören. Weil da geht's wieder los wie bei Brothers, Two Tales. War das so? Da Tale war. of Two. Two Sons heißt Ja. es. Ja, und wo die Konversation immer so zwischen den Brüdern. Und der Bruder. Und dann sitzt du da vor dem Spiel und denkst so: Was willst du mir sagen? Kannst du nicht einfach reden? Da hat es für die Vertonung nicht mehr gereicht. Und so ungefähr ist das Spiel. Und die Grafik sieht ja mal, das ist so eine. Die Grafik Please. verzeiht den. Die Grafik ist, Verzeihung, der Ausdruck, halb schwul. Das ist so gut. Hocker hat gleich so. Das ist so Halbschuh, das ist so mittellange Haare, ja? Entweder hat man so kurz oder man hat lange Haare. Und die Grafik ist genau dasselbe. Das ist so zwischen Comic und Real. Und dann haben sie es zusammengemischt. Und wenn ich sowas immer schon sehe, dann ist das für mich so eine Halbattitüde an Spielen machen. Und deswegen habe ich schon keine Lust mehr auf das Spiel. Das kann noch so gut sein. Nee, weg, wird nicht gespielt. So. Ich hatte Mich da gerade drauf. Ich finde das gut. so viel Hoffnung in dich gesteckt. Warum?
Ja, weil du gerade noch sagtest, ich öffne mich dieses Jahr für alle Spiele. Plötzlich ist ein halbschwules Spiel dabei, das noch nicht mal rausgekommen ist. Ja, aber du weißt doch, das ist halt so dieser Eindruck, ja, den guckst du dir dann an und sagst dir, nein, das wird nichts mit uns beiden. Ich werde mir das im Stream angucken, okay? Also, wirst du spielen? Ich? Ja. Ich habe keine PlayStation. Okay. Wenn es nicht okay. für den PC kommt, dann wahrscheinlich nicht. Ich guck's mir zusammen mit dir in irgendeinem Stream an, okay? Versprochen. Und ich werde fair zu dem Spiel, aber ich werde es selber nicht spielen. Spiel Shadow of the Colossus. Warte, ich und muss dann kurz... Und dann reden wir nochmal über das Spiel. Okay, wie war auf der... Shadow of the Colossus. Die Kohlnuss. Okay, ich guck mir das nachher an, Slabby. Ich bin ja fair. Ja? Ich guck's mir an. Ja. Mhm. Ich habe noch ein Spiel, aber nur wegen des Soundtracks, und zwar Hyper Light Drifter. Das möchte ich noch nennen, gerne. Weil ich liebe Spiele mit einem guten Soundtrack, und wir hatten das letzte Jahr schon extrem viele gute Spiele mit guten Soundtracks. Undertale, Witcher und so, ne? Und Hyper Light Drifter, da interessiert mich ehrlich gesagt das Spiel nicht, aber der Typ, der halt für Fez, also dieses 2D-Jump'n'Run meine ich, das du übrigens auch spielen musst. Übrigens, das kannst du dir auch gleich merken, wenn du dich dieses Jahr so für Jump'n'Runs öffnest. Fez, F-E-Z. Ja. Trag bitte das in deinen Kalender ein oder sag deiner. Du hast Fez noch nicht gespielt? Ich nehme hier, pass auf, ich nehme mein Buch, ich schreibe mir das da rein. Wie heißt so, das? So, und der Typ, F-E-Z, Fez, wie der Hut. Mhm, ja, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. und der Typ, der dafür halt den Soundtrack gemacht hat, Disaster Piece heißt der, der macht halt für Hyper Light Drifter jetzt den Soundtrack. Und ich liebe einfach alles, was Disaster Piece macht, seit ein paar Jahren. Und deswegen freue ich mich auf dieses Spiel. Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter. Ich merke mir das mal. Ja. Safe. Das war mein letztes Spiel. Gaga, hast du noch einen in der Pipeline? Nö. Okay. Nö, eigentlich gut. So. Hatten wir XCOM 2 erwähnt? Ja, ja, also das. Dann, nö, dann nicht. Dann, ja, alles gut. So beiläufig hatte ich das mal erwähnt, ja. Ich bin wirklich. Ich kann euch das gar nicht. Ich glaube, Slabby kann das mitfühlen, oder? Slabby, du hast ja auch so viele Titel schon gelesen und gesehen und du weißt, was dieses Jahr kommt. Das ist so ein riesiger Nerdständer, der sich dieses Jahr so auftut, weil einfach es ist so viel, was dieses Jahr rauskommt. Das ist unfassbar. Mein also Problem ist nur... Letztes Jahr war ja schon viel, aber dieses Jahr ist scheiße viel. Also dieses Jahr kommt wirklich noch viel mehr als letztes Jahr raus. Mein Problem ist nur, dass ich eigentlich am liebsten die ganze Zeit nur Minecraft spielen würde und schon noch von letztem Jahr 200 Spielstunden halt nachzuholen habe und ich weiß, wo ich die hinpacken soll und weiß jetzt ehrlich gesagt schon, dass ich mindestens 75% aller Spiele wieder links liegen lasse, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur Minecraft streame. Aber gut, wird sich zeigen. Alright. Ich würde sagen, wir machen unsere Lieblingsfrage am Ende. Wie sehen wir uns in 5 Jahren? Nicht 10? In 10? Letztes Mal waren es 10. Ja, was ich aber viel zu weit finde. Also 10 ist wirklich... Ja, dann machen wir 5. Heute machen wir 5, weil wir haben eine Lady da, die ja gerne vorausplant. Und wir wollen ja nicht zu weit vorausplanen. Wir machen heute mal, wie machen wir das denn? Wer darf denn Mia einschätzen heute? Ich würde gerne heute Garak einschätzen. Darf ich das? Garak, möchtest du von mir eingeschätzt werden? Hast du das nicht letztes Mal schon? Ach nee, darf ich dich, ne? Ja, ja, genau. ich hatte Slabby. Ja, mach mal. Ich hatte Slabby. Okay, dann Garak, du guckst ja viel Mia, hast du ja zugegeben. Du schätzt Mia ein? Und Slabby schätzt Mia ein und ich schätze Mia ein. Und dann haben wir 3-mal verschiedene Mias. wir machen das heute mal ganz anders. Wir machen heute 3-mal Mia und dann müssen wir mal gucken, irgendwie. Wir haben uns ja schon oft genug eingeschätzt. Wir machen heute einfach 3-mal Mia und dann traf Mia uns alle 3. Wir machen das heute mal so. Das finde ich ist eine sehr schöne Idee. Und Ladies first, Slabby, du darfst anfangen. Ich jetzt zu Mia, oder du was? Darfst Mia jetzt in 5 Jahren einschätzen. Jetzt darf jeder... In 5 Jahren. Okay.
Wir haben ja gesagt, dieses Jahr wird Twitch auf jeden Fall noch viel wachsen und die Mia, die ist ja so, die wächst ja sowieso, die stößt ja durch alle Schallmauern dieses Jahr, letztes Jahr. Das heißt, damit wird sie auf jeden Fall dieses Jahr weitermachen. Wird noch jede Menge coole Emotes bei Twitch reinbringen. Also ich muss sagen, die letzten Emotes, die sie da so reingebracht hat, wenn da noch ein paar nachkommen, dann werden wir in 5 Jahren, wird dann da stehen, Slapstick resubscribed for 52 months oder so. Auf jeden Fall. Also sie lebt ja in den Tag rein. Also ist es eher schwierig für mich jetzt zu sagen, wo sie in 5 Jahren steht. Aber auf jeden Fall ganz weit oben auf der Twitch-Leiter und Wow, Slappy, was denn los? So viel hast du ja nicht mal bei mir geschleimt und ich dachte, wir lieben uns. Schleim. Nein, warum? Das ist doch jetzt der Moment zum Schleim. Ja, okay, gut. Garak, möchtest du oder soll ich? Ja, ich habe aber gerade was zur Hand gelegt. Okay, oh, jetzt geht's los. Also Mia wird ja in 5 Jahren immer noch keine 30 sein und deswegen immer noch freudestrahlend vorm Bildschirm sitzen, aber sie wird noch erfolgreicher sein als heute. Sie wird einen Katzenstream haben, ja, einmal die Woche, also nicht zu viel, aber einmal die Woche einen reinen Katzenstream, wo wir nur ihren Katzen zugucken dürfen, die inzwischen dann 7 Stück sein werden, ja, 7 Stück. Und sie wird dann von einem Game-Studio entdeckt, ja, also die diese Streams verfolgt haben und als Sprecherin für ein Hello Kitty-Spiel eingesetzt. Das war's jetzt? Wunderschön. Cool. Dein Ernst? Das fand ich jetzt schon, also Hello Kitty fand ich schon interessant. Also, wo hast du denn das jetzt hergeholt? Ich habe gerade eben mir so ausgedacht. Ach so, okay. Also, ich mach das ganz simpel, okay, Mia? Ich mach das einfach straightforward. Du wirst nächstes Jahr 20 Katzen haben. Dann wirst du eigentlich so um dich rum nur noch Katzen in deiner Cam haben. Also, nichts außer Katze und dein Gesicht dann so. Oh, ich habe mir heute meinen Katzenpelz angezogen und dann wird Knut, Schnut und wie sie alle heißen, um dich rumliegen. Deine Kamera wird immer noch total überbelichtet sein und du wirst immer noch dein USB-Mikrofon haben. Du wirst wahrscheinlich immer noch nicht mit deiner PlayStation 3 streamen wollen, wegen dem Delay, weil man sich die Zahlen noch nicht aufgeschrieben hat. Und jetzt kommt das Wichtigste. Es wird immer noch, ja, in 5 Jahren wird das Ding immer noch Gammelstream heißen. Was ich immer noch nicht verstehen kann, aber es wird Gammelstream heißen und so sehe ich Mia in 5 Jahren. Obwohl, nein, wartet, in 5 Jahren wird sie keine Chips mehr essen, sondern irgendeinen anderen Snack gefunden haben, den sie sich permanent in die Schnude reinschiebt. Aber es wird kein... Capri-Sonne. Irgendein Snack, aber keine Chips. Welchen kann ich gerade noch nicht sehen? Wahrscheinlich, weil sie dann vielleicht etwas zugenommen hat und das festgestellt hat, irgendwie gebackene Auberginen oder irgendwie sowas. Mm. Gefüllte Auberginen. Nee, das muss schon sowas wie Chips sein, was knuspert und so, weil Mia mag ja das Knuspern. Ja, das sind so, da so sehe ich dich in 5 Jahren. Ich fand, das war auf jeden Fall am realistischsten gerade. Das passt am besten. Jetzt hör aber mal auf zu schleimen. Du bist dran, Emilia. Oh Gott. Also, in 5 Jahren, ich glaube, da hat der Slappy keinen Bart mehr. Oh, da fange ich schon halt an. Ich weiß es nicht. Ich finde sowas immer total schwierig. Ich glaube, dass der Dizzy auf jeden Fall noch streamen wird. Bei den anderen beiden bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Das ist nicht böse gemeint, aber ich weiß ich nicht. Bei euch, bei Dizzy bin ich mir sehr, sehr sicher. Bei euch bin ich mir auch sicher, aber bei Dizzy ein bisschen mehr. Ich glaube, bei Dizzy, dich kenne ich halt eben auch am besten von euch dreien, dass du immer noch sehr zufrieden damit sein wirst, wie es läuft, wie du deine Sachen so machst. Zumindest, jetzt guckst du so. Bist du nicht zufrieden mit dem, was du machst? Was soll ich machen? Nee. Oder nein, ich glaube, du bist ein Mensch, der recht optimistisch ist, habe ich so das Gefühl. Und eine positive Einstellung zu dem, was er tut hat und das auch weiterhin beibehalten wird. Und ich glaube, der Garak wird noch sehr, sehr viel Spaß mit seiner Flugschule da haben. Ich drücke ganz doll die Daumen, dass sich das ganz, ganz groß entwickelt. Ich finde das total interessant und hoffe, dass das in 5 Jahren auch noch so ist, wie du dir das vorstellst.
Und ich glaube, der Slammy mag auch in 5 Jahren Katzen. Vielleicht hat er dann sogar selber welche. Das ist nicht das Problem, dass ich sie nicht mag. Es ist das Problem, dass ich dagegen allergisch bin. Ach Und so, zwar tödlich. okay. Ah, das ist schlecht. Aber es gibt dann bestimmt Katzen, die keine, also die Antiallergen sind. Dann kannst du auch Katzen haben. Ich mag Katzen. Meine Schwester hat ja zwei. Die wohnen 2 Stockwerke über mir, aber ich mag ihr Die Baby Nase läuft. lieber. Jetzt finde ich den Gag so geil. Deswegen gehe ich nicht so oft zu meiner Schwester. 2 Stockwerke oben drüber. Wie gut, Slappy. Jetzt ist das Ding erst richtig witzig. Ja? Ja. Ja, mag ich. Finde ich gut. Aber Mia, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du bist so ernst beim Einschätzen. Da war ja nichts von Kindern oder so. Du warst echt ernst jetzt. Fand ich Ich schön. kann jetzt, ich finde, Kinder sind nicht zum Lachen. Nicht? Nee. Aber die schmecken gut. Nee, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt nichts Privates sagen, weil ich da bestimmt total daneben Ja, lag. aber das ist doch eben der Sinn der Sache. Das soll ja. Aber Ja, aber das ist völlig in Ordnung. ich Das könnte war jetzt mir bei kein. Dizzy gut vorstellen, dass er Papa wird. Wow. Wow. Sind schon in der Mache, ne? Ja, ist schon am Machen. Aber finde ich schön, dass du das mal ernst gemacht hast. Ich fühlte mich gerade ein bisschen ertappt, muss ich dazu sagen. Aber dass du Wieso? gesagt hast, dass Slappy kein Bart mehr haben wird, das finde ich doof. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich finde, Slappy sieht total gut aus mit Baden, der passt zu ihm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er in 5 Jahren des Bartes überdrüssig geworden ist. Kann auch sein, dass ich in einem Monat schon des Bartes überdrüssig bin. Na, hoffen wir mal nicht. Ein Damoklesschwert, das über uns hängt. Ich glaube ja, in 5 Jahren gibt es weniger Bärte. Also so 2015, 2016 sind ja wohl die Jahre der Bärte. Wow, Es gibt gut. immer mehr Bärte, was ich gut finde. Aber ich glaube, das wird Und bei vielen Männern wieder weggehen, leider. das bei dieses Jahr des Bartes. Ja, ich habe es mitgekriegt. Ja, Wow, stimmt schon, Mia, du das bist. ist echt so ein Hype. Also selbst ich bin dem Scheiß erlegen. Was Das ist, heißt, glaube also ich. ganz ehrlich, bevor jetzt wieder gleich einer zu mir Hipster sagt oder so, ich hatte schon Bart, bevor das cool war, okay? Ich hatte schon Bart, bevor das cool war, weil meine, ich fand Hipster auch schon kacke, Ich bevor hatte es schon cool war. Bart, da warst du noch in der Hipster-Kacke. Vorschule. Das. Okay, der war gut, der war gut, ja. Sowas kannst du gerne öfter sagen. Oh, sehr schön. Klasse. Super. Leute, wollen wir noch unseren Streamer der Woche wählen und dann eventuell kurz nochmal. Obwohl, Das sein. hier ist noch eine Also. Frage bei Twitter drin, die Mia wahrscheinlich nicht beantworten kann. Wie sind eigentlich eure Kriterien, beziehungsweise wie geht ihr vor bei neuen Streamer, bei den Bay Pirates, wenn ihr welche sucht? Ja, Mia. Ja, also. Sag mal. Nee, ich will eigentlich gar nicht auf die Kriterien eingehen, sondern einfach nur, was ich sagen wollte, ist, dass Leute, auch die jetzt hier wären, zum Beispiel im Plankenschnack, potenzielle Opfer wären, Pirat zu Du werden. Opfer. Also es geht um Sympathie und Regularien, die eingehalten werden. Und das ist eigentlich alles. Wir sind sehr strikt, was unsere Regeln angeht. Was zum Oh Beispiel. ja. Garak wurde auch einmal zum Opfer. Ja? Er Oh. wurde in die Opferrolle gedrängt. Aber das Eine sind. Abmahnung habe ich schon. Ja, es gibt halt strenge Regularien, die so in dem Sinne einfach nur Piratenstatuten genannt werden. Und das sind die Kriterien dafür. Im Grunde genommen soll es eigentlich nur familiär sein, mehr nicht. Also es geht nicht darum, dass das hier so eine Hyper-Whoopi-Gruppe sein soll oder wird. Nee. Das war alles. Will da noch einer was zu sagen von euch? Also ihr beiden? Ich darf ja selbst nicht sagen, wer rein darf, von daher, was soll ich dazu sagen? Du, ja, okay, du wirst, aber ihr wurdet gesehen. Ihr könnt offen darüber reden, dass ihr gequält wurdet, hierher zu kommen und nicht wegzugehen. Täglich. Täglich. Nein, Spaß beiseite. Wollen wir unseren Streamer der Woche auspacken, Leute? Wollen wir. Ja. Aber Mia, Ja? du musst dich gedanklich darauf vorbereiten, ja? Du wirst ganz kurz. Ich muss jetzt planen. Nee, du musst. Hör mir bitte zu. Okay. Du musst ganz kurz die Rolle des Rahmschnitzels übernehmen, Rahmschnitzel LP. Denn du Ach wirst ihn jetzt so. gleich kurz verkörpern. Oh. Weil die Alles klar. Regie hat mal wieder gepennt.
Ja? Bist du bereit? Ich werde versuchen, so schlechte Wortwitze, wie Rami sie bringen kann, auch hier zum Besten zu bringen. Okay, es ist soweit. Mia, du bist jetzt Rahmschnitzel. Na gut. Garak, du fängst an. Deiner zuerst. Ja, da ich ja im Moment im Minecraft-Wahn bin, gucke ich im Moment sehr viele Minecraft-Streams. Und da ich wie heißt er gleich, Slapstick, nicht empfehlen. Das macht jetzt keinen Sinn, jeder weiß, dass Slapstick cool ist und dass er der Minecraft-Streamer Deutschlands ist. Aber ich habe einen Amerikaner, Deathridge Craft heißt der gehört zu dieser Minecraft-Builder-Gruppe, Build Guild. Das ist so eine Gruppe, da sind nur Minecraft-Gamer drin. Und zwar alles nur so Schwergewichte. Also da ist Wild drin und diverse andere. Also das sind die, also da habe ich am meisten von diesen Streams. Und insbesondere, mir liegt am besten von denen, ich habe mir alle angeguckt, Deathridge. Ich weiß nicht warum, der kommt einfach cool rüber. Ich werde ihn in Zukunft nicht mehr sehen können, weil der zurzeit streamt, wo ich arbeite. Aber jetzt im Urlaub war das ganz cool. Da passte es genau in die Zeit. Ich werde wohl in Zukunft eher Wild gucken müssen, aber insofern eine Empfehlung von mir, einfach mal reinschauen, ist ein englischsprachiger Streamer, sehr gelassen, sehr ruhig, mein Alter und naja, noch nicht ganz, aber sehr, sehr schön. Und der hat gerade die 2-Jahre-Challenge vollbracht. Richtig, der ist gerade 2 Jahre Stream bei Twitch. Nein. Ja, jeden Tag mindestens 3 Stunden, egal ja. Was passiert. Genau, jeden Tag 3 Stunden. Das ist Wahnsinn, ne? Mindestens. Er hat meistens halt 5 bis 8 Stunden gestreamt. Ja, genau. Jo. Darf man auch erwähnen, dass er das selbst gemacht hat, als er einen Hexenschuss hatte und ja. So. Ja, da kannte ich ihn noch nicht. Also insofern, ich weiß nur, dass er das gerade fertig hatte, ich glaube am 6. Januar oder 7., ich weiß nicht genau. Also jetzt gerade letzte Woche oder jetzt diese Woche, 2 Jahre lang jeden Tag streamen, das ist schon eine harte Nummer. Ich weiß, dass das ist hartes Business. Also ich streame ja nur 3-mal die Woche und jeden Tag zu streamen, Nils kann da das besser beurteilen. Jetzt, wo du deinen freien Montag hast, ist das ja schon ein bisschen entspannter, aber du hast ja quasi auch jeden Tag gestreamt. Das ist schon eine harte Nummer. Ich habe auch 2 Jahre lang durchgestreamt, ja. 8-9 Stunden. Also, meine Empfehlung, Deathridge, Minecraft hauptsächlich oder eigentlich nur. Slabby. Jo. Ich stehe ja immer auf diese Streamer, die, also soll ich? Oder wollte ich mich noch einfach anschauen? Hau rein. Ich stehe immer auf diese Streamer wegen den Emotes. Ich gucke ja nicht die Streams, ich will ja nur ihre Emotes haben. wie zum Beispiel Mia. Nein, Spaß. Oder halt DZ, der hat ja auch mittlerweile echt gute Emotes, muss ich sagen. Oder halt Dan. Ne? Im Prinzip bin ich bei Dan deswegen so lange subscribed wegen den Emotes, aber es sind auch einfach die besten. Aber es gibt noch einen Streamer, der hat, und dem bin ich noch nicht mal subscribed, aber der hat auch einfach perfekte Emotes und da bin ich echt immer neidisch drauf. Das, ich meine, ich kann sowieso selbst keine haben, aber trotzdem bin ich neidisch. Das ist Chirno. Speedrunner auch unter anderem, macht Dark Souls, macht diese ganzen Rhythmusspiele und es ist einfach ein unfassbar lieber Typ. So, der, ich weiß nicht. Ist halt also so ein typischer Anime-Nerd, so ein bisschen. So sehen auch halt seine Emotes alle aus. Und streamt ohne Cam. Und halt, wie gesagt, macht Speedruns. Und was ich irgendwie. Ich weiß nicht, der kommt einfach. Das ist einfach einer dieser Streamer, dem man einfach gerne zuhört. So, kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich mag ihn und ich gucke ihm, wenn er streamt und ich gerade Zeit habe, der streamt halt immer nachts, das ist halt immer das Problem. Das streamt auch noch Wild, deswegen kommen die sich ein bisschen in die Quere. Aber wenn Wild mal irgendwie nicht streamt oder irgendwas Langweiliges gerade macht, dann schalte ich immer bei ihm rein. Und ja, Chirno. Und sein Vater vor allem, der ist auch total cool. Das sind so, weiß nicht, das sind so Menschen, die hätte ich gerne den ganzen Tag um mich. So. Deswegen, ja. Deswegen ist er mein Streamer der Woche.
Birne-TV. Möchtest du mir als letztes oder möchtest du jetzt schon? Mir ist das vollkommen egal. Dann würde ich dir natürlich als Gentleman das Wort als letztes dann überlassen. Ich habe Lost in House dieses Mal. ihr Name ist Annie, ist aus Großbritannien, macht Hausmusik und hat gestern einen 33 oder 34 Stunden Stream gemacht, hat also 34 Stunden lang aufgelegt. Wer die Musik mag, ist dort definitiv an der richtigen Adresse. Sie hat auch Podcasts und all möglichen Zeug, was man sich anhören kann. Muss ich nicht viel zu sagen. Ich liebe sie auf eine musikalische Art und Weise, weil sie wirklich sehr, 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 sehr geile Musik macht. Und das genau meinen Nerv trifft. Also da kann man richtig schön so den Tag durchgrooven, ohne dass da auch nur einmal was Nerviges kommt. Und das kann ich, wer Musik braucht, haben, hören will, was elektrisch, haustechnisch unterwegs ist, kann da gerne mal bei Lost in House vorbeigucken. Sehr nette junge Dame. Mia! Okay, jetzt voll Rahmschnitzel, ne? Ja, Rahmschnitzel, let's go. In einer Welt, in der es noch Streamer gibt, die einen mit einem Satz zum Lachen bringen. In einer Welt, in der es Streamer gibt, die noch sehr viel Spaß an ihrer Sache haben, gibt es eine Streamerin, die mir persönlich sehr besonders zusagt, und zwar ist das die Sali. Die ihr drei wahrscheinlich alle kennt und auch viele Leute kennen werden, die hier dabei sind. Sali ist eine Streamerin, die ich tatsächlich erst über die Bay Pirates kennengelernt habe und die mir mittlerweile ziemlich viele Morgen versüßt, während ich arbeite. Und tatsächlich eine Person ist, die damit mein Aufstehen und mein Arbeiten sehr positiv gestaltet, weil sie eigentlich, also ich habe sie noch nie in einer schlechten Laune erlebt, wirklich. Sie hat immer eine gute Laune und hat immer einen witzigen Spruch auf den Lippen und ist einfach eine unglaublich optimistische und positive Persönlichkeit, dass ich sie gerne als meine Streamerin der Woche hier präsentieren möchte. Okay. Hype! Die Links sind im Chat, Dali. Freunde der Sonne. Da könnt ihr gerne nachgucken. Ich habe eben gerade bei Twitter nochmal nachgeschaut. Und zwar ist hier noch eine Frage reingekommen. Und zwar von Son Goku. Wie steht ihr, wie seht ihr das mit der Community? Zum Beispiel den Chat zu interagieren. Geht ihr gerne auf die Zuschauer ein? Fragezeichen? Nee. Entschuldige. Ich bin ganz ernst. Ich mache das dauernd, so wie jetzt zum Beispiel bei Tütensuppe. Tütensuppe, kannst du mal bitte die Moderatoren deines Kanals fragen und nicht mich? Ja, also ich gehe immer auf meine Zuschauer ein, permanent rund um die Uhr. Was hat denn der Tütensuppe gefragt? Ja, der fragt mich hier per Chat, hier per Direct-Chat, der wurde wahrscheinlich gerade gemutet oder so, weil er irgendwas Böses gepostet hat. Er hat aber nicht verstanden, dass er bei dir im Kanal ist und nicht bei mir. Ach so. Weil bei mir wäre er nicht nur gemutet worden. Sondern gebannt. Genau. Okay, ja, dann ist das so. Danke, Tütensuppe, er hat es jetzt verstanden. Okay, ist er jetzt bei mir oder bei dir gebannt? Ja, bei dir. Wieso ist er bei mir? Ja gut, aber wohl zu Recht oder der Bot, keine Ahnung. Ja, melde dich bei mir. Ich glaube, das war eher der Bot. Wahrscheinlich, das war ja. Der Bot, ja. Er hat Emotes gespammt. Ach so. Ja, Mia, möchtest du noch mal kurz? Ja. Also, ganz gerne. Kurz nochmal. Also, noch mal ganz kurz. Ganz kurz. Entschuldigung, Mia. weil ich das gerade gelesen habe. Einer meiner Viewer schrieb ja gerade, ich mache immer eine Stunde Begrüßung. Das ist echt schlimm geworden. Ich habe mir ja für 2016, ich brauche jetzt mittlerweile fast eine Stunde, um überhaupt loszulegen und quatsche eine ganze Stunde mit den Leuten. Ich finde es aber unheimlich wichtig und ja, also ich habe nicht feststellen können, dass irgendjemand, also es gibt schon Leute, die deswegen abschalten und dann einfach gehen, weil sie nicht verstehen, was da jetzt eigentlich passiert. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es, für mich ist es unheimlich wichtig, mit der Community zu interagieren, auch währenddessen ich am Rumfliegen bin. Ich habe ja viel Zeit beim Fliegen. Bitte schön, Mia. Ja, klar. Also mir persönlich ist das auch sehr wichtig. Ich muss aber sagen, gerade in den letzten 4 Wochen ist mir aufgefallen, dass das teilweise sehr schwierig ist, je nachdem, wie viele Leute da sind. Und
ich mache das sehr gerne und ich bin manchmal ein bisschen wehmütig, wenn ich nicht alles mitkriege. Und da muss man manchmal so ein bisschen abwägen. Manchmal ist es nicht möglich, als Streamer alles zu sehen, weil man sich ja auch noch aufs Spiel konzentrieren muss. Auch wenn man gerne auf alles antworten möchte und alles sehen möchte, ist das manchmal nicht so einfach. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, das ist tatsächlich das, was mich oder was das Stream für mich ausmacht. Wenn da keine Leute, mit denen ich reden könnte, würde ich es lassen. Das ist neben dem Spaß und dem Lachen beim Spiel das Wichtigste für mich, mich auszutauschen mit Leuten. Slabby? Das war's. Achso, naja, ich bin halt dumm. Ne? Das ist ja halt die Grundeinstellung. Und ich kann mich einfach nicht auf Minecraft oder irgendwas, wenn ich gerade was mache, was Konzentration bedarf, kann ich mich eben nicht auf den Chat konzentrieren. Das heißt, da geht einmal schon mal so ein paar Blöcke Text gehen da schon mal durch, aber das kennt man halt dann als die sogenannte Slapstick-Latenz, ja, die auf diese 15 Sekunden von Twitch noch mal oben drauf kommen. Und da haben sich, glaube ich, die Leute mittlerweile dran gewöhnt. Dann setze ich mich, wenn ich irgendwas abgeschlossen habe oder irgendwas gemacht habe und gerade kurz Zeit habe, setze ich mich da hin und dann sitze ich da. Und dann beantworte ich was und dann scrolle ich halt durch den Text und lese halt alles nochmal nach. Deswegen, da nehme ich mir noch die Zeit. Ich weiß nicht, ob es in der Zukunft immer noch so gehen wird und ob ich dann nicht vielleicht doch ein paar Sachen übersehen werde. Beziehungsweise übersehen tue ich jetzt auch schon Sachen, aber noch mehr. Aber an sich wäre ich ja nicht hier. Sonst könnte ich ja auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, einfach Videos hochladen und dann mir einfach Kommentare durchlesen. Aber das macht ja eben, wie Mia sagt, Twitch ja aus, dass man sich eben mit den Leuten und mit der Community unterhalten kann. Ja, würde mir das keinen Spaß machen und würde ich das nicht machen, dann würde ich es gar nicht machen. Daher. Okay, Tütensuppe, das hat sich jetzt hier erledigt. Gut. Das ist übrigens auch eine schöne Sache, warum man noch einen weiteren Monitor braucht, damit man mit seinen Mods kurz mal tickel-tickel-tickel-tickel machen kann. Ich liebe meinen Stream-Chat. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich liebe ihn einfach dafür, dass er ist. Denn wenn ich ein Spiel anmache und ich rede, egal von welchem, ist da Totenstille. Niemand, aber auch gar niemand schreibt irgendwas. Außer die Leute, die reinkommen und sich nach 2 Minuten nicht begrüßt fühlen, obwohl der Chat steht. Okay, er steht. Und dann schreiben, oh Mann, ey, wieso grüßt du mich denn jetzt nicht? Das hast du doch bestimmt überlesen, oder? Er steht. Nichts passiert. Gar nichts. Spiel an, Ruhe im Karton. Und dann fragt man zwischendurch so, seid ihr noch da? Wir wollen nicht beim Spielen reden. Also ich kriege alles mit, ich liebe meinen Chat, ich rede sehr viel. Ich habe letztens gerade 3,5 Stunden mit meinem Chat nach dem Stream einfach geredet, weil ich eigentlich nur eine halbe Stunde kurz mich mal austauschen wollte. Aber ja, ich liebe, und das weiß auch jeder, der ein bisschen länger bei mir ist, jeden Einzelnen, der da ist. Und ich versuche, jedem so viel Aufmerksamkeit zu geben, wie es auch nur geht. Gerade heute, und ich denke auch deswegen ist die Frage nämlich gekommen, Son Goku, weil ich nämlich deinen Satz, den du geschrieben hattest, über irgendeine Convention mit irgendeinem Typen, und dafür wolltest du jetzt Aufmerksamkeit haben, und genau deswegen hast du diese Frage ungefähr 45 Sekunden nach der anderen gestellt, und jetzt weißt du, wie viel Aufmerksamkeit ich in meinen Chat reinstecke, nach 2 Stunden danach. So. Jetzt haben wir die Fragen beantwortet. Entschuldigung, das wollte ich noch loswerden, aber ich mag so gewisse Sachen immer nicht, wenn dir der Chat oder ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber wenn Leute aus dem Internet meinen, dir Sachen zu unterstellen, die gar nicht stimmen. Naja, aber ich glaube, wir sind alle sehr aktiv, was der Chat angeht, solange es noch möglich ist und im Rahmen ist, wenn man sich gerade nicht auf den Bildschirm konzentriert und irgendwas spielt. Ich meine. Wir sind, glaube ich, lieben das Ganze so, wie es ist. Gehe ich mal von aus. Ich würde auch gleich meine Abschiedsrede quasi hinterher schwingen. Ich fasse mich kurz. Danke, dass du da warst heute, Mia. Auch wenn wir eine sehr lustige Planung hatten. Ich war etwas skeptisch, muss ich sagen. Aber es kam ja, du hast mehr geredet, als du, glaube ich, eigentlich dachtest, dass du redest, hatte ich das Gefühl.
Du hattest ja erst gesagt, dass du nie viel zu sagen hast, aber heute hast du doch einigermaßen was gesagt. Dankeschön dafür. Es hat mich gefreut. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Dankeschön an alle, die zugeschaut haben, die von den anderen Streamern gekommen sind. Ich bin raus. Ich sag tschüss. Mia sagt, glaube ich, am Ende nochmal ganz Feierabend dann. Was ich noch sagen muss, weil die anderen das sicherlich wieder vergessen. Bei YouTube könnt ihr vorbeigucken, da wird es morgen oben sein. Der Link wird bei Twitter zu sehen sein. Guckt bei uns bei den Twitter-Sachen vorbei, da findet ihr auch die Streams. Ich werde gleich nochmal die Links posten zu den Leuten und dann love you a long time, schlaft schön, habt einen schönen Sonntag. Bis denn, High Five. Ihr seid dran. Tag. Ja, gut, dann mache ich mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn also Mia und nichts sagen, ja, also du solltest ihre Streams gucken. Ja, ich gucke ab und zu, aber Natur. Das war ein Zitat aus dem Twitter. Also, mir hat, ja, ich weiß immer nicht, ob ich so viel dazu sagen kann. Und dann heute hat sie ja gut. Also, doch, war doch super. Hat auch super Spaß gemacht. Wir hatten ja auch coole Themen. Danke fürs Zuschauen, auch von mir. Auch von mir. Ja, wir werden sehen, wie das 2016 wird. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Auch wenn ich noch heute nicht weiß, was für ein Thema wir haben werden. Aber das ist egal. Psst. Das wird alles vorzüglich geplant. Und ich freue mich auf die nächste Sendung in 2 Wochen. Ciao. Ciao, Bella. Ja, übrigens, morgen Abend fliege ich nach Italien. Fällt mir gerade ein. Nach Palermo zu Mama. Eigenwerbung. Ne, da geht das los. Ja. Ja. Was machst du morgen, tschüss. Nils? Du machst morgen Pause. Ich hab morgen frei, ja. Was machst du denn morgen, Mia? Ich streame. Irgendwann. Ah, okay. Ich glaube Fallout 4, oder? Hab ich nee. Fallout habe ich schon längst durch. Dark Souls. Dark Souls, ja. Stimmt, Dark Souls war ja genau, auch. Genau, das Jahresprojekt. Achso, jetzt bin ich dran. Ja, ich häng mich dran. Ich sag das Gleiche. Danke fürs Zugucken. Das heute echt. Ich find's schade, dass wir heute so kurz machen mussten. Ich hätte lieber. Oh nein! Nein! Ja, wirk mich ruhig ab. Nein, weißt du, das ist ja schön. Ich hab gedacht, wir schaffen's noch, aber ja. Dem war leider nicht so. Tom. Dann haben wir die 4 Stunden erreicht. Kommt zurück, Leute! ich hab's gewusst, dass es kommt. Schön. Ich wollte jetzt so dem, also ich wollte es vorbeugen, aber nein! Das ist nicht passiert. Kommt zurück! Leute, bitte! Macht doch mal die. Seid ihr schon am Connecten? Was muss ich denn machen? Schon, ja. Ich kann nur schließen drücken. Jetzt sehe ich Garak. Ja, ich sehe Garak. Okay. Ja, was habt ihr denn gedrückt, dass sie wieder zurückkommen? Die Kamera. Nur auf die Kamera. Ja, du musst auf die Kamera. Ah. 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 Okay. Jetzt fehlt nur noch Nils. Ja, und wo ist mal? Ach, hier. Ja, unten. Hey. Aber ich habe den schönen Informationsbalken drinne unten. Hey, ich habe einen weißen Streifen. Ist ein Effekt. Mia, möchtest du noch was sagen? Ja, wunderschön. Ich wollte noch sagen, danke, Mia, dass du da warst und mitgemacht hast. Ja. Jetzt ja. Übergebe ich das Wort an dich. Das ist sehr lieb. An erster Stelle möchte ich erstmal euch dreien danken für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und obwohl ich mich nicht so viel vorbereitet hatte zum Thema, hatte ich tatsächlich doch ein bisschen was zu sagen. Die Runde hat mir Spaß gemacht. Ich mag so gerne so Quatsch- und Diskussionsrunden. Das war sehr nett. Und wenn ihr irgendwann mal wieder etwas habt, wo ich mitreden kann, dann mache ich auch gerne nochmal mit, weil ihr das vorhin angesprochen hattet. Und natürlich auch allen Leuten, die zugeguckt haben. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Plankenschnack. Hebt die Hände! Auf Wiedersehen! Vorhin. Tschüss! Ja, darf ich aufhören? Ich glaube schon, ja. Okay.